Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Es ist die 39. Folge. Es ist der Jahresrückblick. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Christopher Lauer sitzt neben mir, Publizist in Berlin und weltweit, einsetzbar, buchbar, weltweit eingesetzt. Ja, Hans Dampf in allen Gassen. Mir ist neulich aufgefallen, eine ganz interessante Sache in Bezug auf, wie Personen so in der Öffentlichkeit bewertet werden. Wenn man so zurückblickt, so Leonardo da Vinci, Goethe oder so, ja, dann heißt es immer, oh ja, Multitalent und Hans Dampf in allen Gassen und die konnten ja wirklich alles, ne? Und wenn du dann aber gleichzeitig heute Leute hast, die, weiß ich nicht, in einer Sache gut sind und dann versuchen, sich auf einem anderen Feld zu betätigen, heißt es sofort so, ah ja, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ich meine zum Beispiel Bud Spencer war ja nicht nur olympischer Schwimmer und Schauspieler, sondern er hatte ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, mehrere Doktortitel. Ne? Ja. Und hat sogar, glaube ich, einen Abschluss nur erworben, um seine Tochter zu ärgern, die es irgendwie nicht hinbekommen hat, ihren Abschluss in was auch immer zu machen. Dann hat er gesagt, pass mal auf, ich fange jetzt an zu studieren und mache noch schneller einen, weil sie nicht Abschluss in diesem Fach als du. Das ist natürlich auch eine etwas seltsame Art und Weise. Ja, dann kommen sofort diejenigen, die nach den die Amateure, die nach den Profis rufen und sagen, nee, das geht nicht, zwei Disziplinen auf einmal, das geht nicht. Ja, wer war noch gut in mehr als einer Fachdisziplin? Marie Curie, nee, hat nicht Marie Curie den... Winston Churchill hat den Nobelpreis, hat glaube ich zwei Nobelpreise. Wie, für Frieden? Friedensbund? Wir sind nicht und ganz gefährlich. Aber ich meine, Marie Curie hat doch den, hat die nicht den Nobelpreis für Physik und Chemie gekriegt? Gut möglich. Ich meine schon. Recherchiere das. Das ist natürlich das Schlechte, wenn man so einen penislastigen Podcast hat. Das wäre so eine Dings fürs neue Jahr, dass wir es hinkriegen, wenigstens jede zweite Folge eine Frau einzuladen. Ja, Physik und Chemie. Ja, siehst du? Genau. So. Also das ist auch... Habe ich das doch noch richtig abgespeichert gehabt? Genau. Winston Churchill hat nicht zwei Nobelpreise, sondern ich glaube einen. Friedensnobelpreis, ne? Für Literatur. Für Literatur? Ja. Dann könnte es aber tatsächlich sein, dass er zwei hat, weil ich glaube, den Friedens hat er doch auch noch gekriegt. Das werden wir auch recherchieren. Nobelpreis für Literatur sehe ich. Ich sehe keinen zweiten. Ich bin mir auch gar nicht sicher, dass es Frieden damals schon gab. Nein, es ist tatsächlich... Wobei man das ja auch als eine Doppelbegabung sehen kann, weil er im Hauptberuf ja Politiker war. Ja, das ist auf jeden Fall... Also sagen wir mal so, Winston Churchill ist auf jeden Fall definitiv ein Multitalent gewesen. Ja, aber ich finde es interessant. Aber vielleicht ist es auch nur so ein... eigenes Problem. Vielleicht gibt es das gar nicht in der Form. Vielleicht nehme ich das nur so wahr. Aber zum Beispiel, als jetzt Jan Böhmermann angefangen hat, sich politisch zu betätigen dieses Jahr, jetzt sind wir schon ein bisschen im Jahresrückblick, da war ja auch nicht so ganz klar, ist das jetzt ernst gemeint, ist das ein Scherz? Ich habe gesagt, es ist ernst gemeint. Er war sich dann, glaube ich, am Ende selber nicht mehr sicher. Ja. Nun gut, bevor wir jetzt die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts komplett verwirren, weil das hier gerade in guter alter Manier kluges... In guter alter Manier, wenn ich das sage. Ja, darf, das war ein sehr schöner freudscher Versprecher von mir. In guter alter Manier, mit kluger Assoziation hier, da wird so klug assoziiert, ist Wahnsinn. Ulrich, was machen wir eigentlich in Deutschlands bestem Sexstatistik, Eltern, Väter, Mütter, Gesundheits... Statistik habe ich schon gesagt, Landschaftsarchitektur-Podcast. Was machen wir in dem eigentlich so den ganzen Tag? Ja, du hast schon ganz vieles gesagt. Die Themen hast du gerade schon zusammengefasst, indem du die Attribute des Podcasts aufgezählt hast. Politik war früher auch mal ein Thema. Früher. Wird es auch heute mal wieder sein. Und wir sind der Podcast für die gezielte faktenbasierte Assoziationstechnik. Das wird wahrscheinlich dann zukünftig die vierte von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlte Form der Psychotherapie sein. Das wäre natürlich total geil. Bislang gibt es zwei. Es kommt eine dritte hinzu. Oh, welche?
Die systemische Therapie. Was ist eine systemische Therapie? Das möchte ich jetzt so aus dem Ärmel nicht schütteln. Und dann wird es wahrscheinlich noch die Assoziations-Podcast-Therapie sein. Jedenfalls möchten wir das vorbereiten. Ja, wir sollten uns einen Kassensitz besorgen, auf jeden Fall schon mal. Ja, nächstes Jahr gibt es erstmal Kassenbon. Aber das ist ein Thema, wir gleich noch auf das wir sicherlich auch noch kommen. Und nicht zu verwechseln mit dem Kassensitz. Wir sind der Podcast in der Tat dafür, durch das Mittel der Sprache, der Assoziation und der Trennung von Fakten, Meinungen und Emotionen, diesen drei Gruppen, die Welt und das Geschehen in der Welt bewältigen zu können. Das tun wir wöchentlich und das tun wir einmal jährlich, wenn für den Fall, dass sich noch Rückstände gebildet haben, die noch nicht abgearbeitet sind, wo die Affektabfuhr noch nicht herbeigeführt werden konnte. Quasi eine sogenannte Aufarbeitungsschuld. Ja, ja. Also Alltagsbewältigung durch Sprache und die berühmte Trennung von Fakten und Meinung. Bevor man sich aufregt oder nachdem man sich zum ersten Mal aufgeregt hat, muss man sich die Fakten angucken und dann schauen, ob man sich über das Richtige aufgeregt hat, ob man sich überhaupt noch aufregen muss oder ob man sich nicht über etwas anderes aufregen sollte. Ja, es geht vor allen Dingen auch darum, ich denke, dass mit dem, ob man sich überhaupt aufregen sollte, ist eine ganz, ist deswegen so ein guter Hinweis, weil wir ja tatsächlich in Zeiten leben, in denen zum Beispiel durch die verstärkte Kommunikation über die sogenannten sozialen Netzwerke ja vor allen Dingen die Nachrichten weite Verbreitung finden, die auf irgendeiner emotionalen Ebene aufregen. Und da bin ich zumindest auch, was heißt Opfer von, aber ich würde es mal so formulieren, ich falle darauf rein oder gebe mich dem hin, weil eigentlich weiß ich es ja besser, ne? Stichwort der sogenannte Komiker Dieter Nuhr, ja? Also wenn der irgendwie sowas bringt, dann denke ich mir so echt in 95 oder in 98,89% der Fälle, nein, da kannst du jetzt nichts zu sagen. Aber dieses Jahr haben wir auch einmal über ihn geredet, als es über seinen Hitler-Stalin-Vergleich mit Greta Thunberg ging. Und ich denke, das wäre vielleicht auch so ein Ziel, dass man durch das Hören sich vielleicht auch so ein paar Techniken abschauen kann. Wie kriege ich den Alltag bewältigt, ohne die ganze Zeit darauf reinzufallen, mich über Dinge, die dafür designt sind, mich nicht drüber aufzuregen. Ja, ich glaube, wir sind der Podcast, der aktuell medial und in sozialen Netzwerken gepflegten Technik, Aufmerksamkeit durch Aufregung zu erheischen, sagt man, glaube ich. Also jedenfalls, der dieser Technik entgegenwirken möchte. Ja. Denn wir sehen vielfach, das ist ein Beispiel, ein ganz deutliches und nahezu gerade zukünftig klassisches Beispiel dafür, wie Aufregung künstlich herbeigeführt wird, den Fall Esken, ja, der Frau Saskia Esken, die mit einer anhand einer Nichtigkeit in ihrer Berufstätigkeit vorangegangener Jahre, anhand einer Nichtigkeit in ein Licht gezerrt wird, das komplett falsch ist. Noch nicht mal Berufstätigkeit. Der Landeselternbeirat Baden-Württemberg ist ja ein Ehrenamt. Ihrer berufsartigen Tätigkeit. Ja, Ehrenamt. Ihrer Tätigkeit. Ihre Tätigkeit. So, das ist schon ein Vorgriff im Grunde genommen auf das Thema, worüber wir außerhalb des Jahresrückblicks sprechen werden. Denn wir hatten in der letzten Woche sehr ausführlich darüber geredet, was ARD Kontraste dort gemacht hat. Ich habe die Episode dann ein bisschen effektheischend, aber natürlich auch mit einem gewissen ironischen Wink, Berichterstattungsaffäre bei ARD Kontraste genannt, in Anlehnung an die etwas von uns auch zu Recht kritisierte und etwas absurde Formulierung Kündigungsaffäre. Ja, du hattest auch vor allen Dingen drüber geredet, dass das irgendwie suggeriert, als wäre das ein feststehender Begriff und so. Aber bevor wir auf ARD Kontraste kommen,
Hier noch der von wirklich allen Hörerinnen und Hörern heißgeliebte Hinweis darauf, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Wir freuen uns über eure Unterstützung und ich bin jeder Unterstützerin und jedem Unterstützer extrem dankbar, dass ihr es tut. Es werden immer mehr. Gemessen an den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts ist es aber noch immer ein verschwindend geringer Teil im, weiß ich nicht, 1%-Bereich oder so. Ja? Also, aber es ist wirklich nett zu sehen, dass ihr diesen Podcast so wertschätzt, dass ihr sagt, okay, das ist mir, weiß ich nicht, 4 Euro im Monat wert. Es gibt, wie gesagt, auch tatsächlich Leute, die überweisen 20 Euro im Monat. Das ist ganz toll. Ich freue mich da jedes Mal. Finde das auch sehr bemerkenswert, weil das natürlich uns hier in unserer, es ist ja weder ein Ehrenamt noch eine Berufstätigkeit, aber es gibt so eine gewisse Unabhängigkeit. Ne? Also wenn du jetzt weder auf Gebührengelder noch auf Werbekohle angewiesen bist oder so und einfach von den Leuten, die das hören, unterstützt wirst, dann musst du dir nicht so richtig Gedanken darüber machen, auch wenn du es ausbauen möchtest. Darf ich jetzt hier, weiß ich nicht, irgendjemandem nicht auf die Füße treten, weil könnte ja nochmal schwierig werden. Darf ich dieses komische, den Audi e-tron, darf ich den jetzt wirklich fertig machen oder haben die nächste Woche schon gebucht? Ich hätte natürlich überhaupt gar kein Problem damit, Werbung für den Audi e-tron zu machen hier in diesem Podcast. Dann in die Pfanne zu hauen sozusagen. Genau, um ihn dann nochmal in die Pfanne zu hauen und zu sagen, meiner Meinung nach sollte man sich keinen Audi e-tron kaufen. Das Thema Elektromobilität war in diesem Jahr auch ein ganz großes im Podcast Lau und Wiener. So, also der Hinweis, wenn ihr diesen Podcast auch finanziell unterstützen wollt, geht einfach auf unsere Webseite, da steht die Kontonummer. Ihr könnt den Podcast jetzt gerne unterbrechen und endlich den Dauerauftrag einrichten, den ihr schon immer einrichten wolltet. Und wenn euch das mit dem Dauerauftrag zu kompliziert ist, auch gar kein Problem, könnt ihr PayPal benutzen. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Ja, wenn alle überweisen würden, die das hier hören, hätten wir so viel Geld, dass wir Leute einstellen müssten. Tatsächlich, also das sind ja dann diese sogenannten Netzwerkeffekte, ne? Also, oder wie der Volksmund sagt, klein Vieh macht auch Mist, ne? Also wenn, weiß ich nicht, 10.000 Leute jeden Monat 4 Euro überweisen, sind es 40.000 Euro. Wir sind auch Deutschlands bester Mathematik-Podcast. Ja, das ist sobald richtig. 90% der Hörerinnen und Hörer überweisen, wahrscheinlich schon viel früher, wird es uns auch live und in Farbe geben. Ja, allerdings sagen die... Live vielleicht nicht, aber in Farbe. Ja, die Hörerinnen und Hörer sagen ja nie, ob sie sich sowas live angucken wollen. Wir kriegen ja sehr wenig Feedback, obwohl wir, ich meine, das würde sich total lohnen, weil wir sind ja nicht nur sehr nett und sehr eloquent, sondern auch sehr attraktiv und sehr bescheiden. Und deswegen würde sich so eine Live-Veranstaltung auch lohnen. Aber we will see. Also, wie gesagt, die Kontonummer ist auf der Webseite. Die PayPal-Verbindung ist auch auf der Webseite. Nehmt euch jetzt einfach die Zeit, endlich mal den Dauerauftrag einzurichten, den ihr schon immer einrichten wolltet. Und außerdem ist ja auch Weihnachten das Fest der Liebe. Und wenn man nicht Liebe verschenken kann, dann auf jeden Fall Geld. Geld ist immer gut als Geschenk. So, und wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank wirklich bei allen, die das jetzt schon teilweise konsequent schon seit Lauer informiert Zeiten haben wir einen ganz harten Kern. Ich finde das einfach. Also, Entschuldigung, dass ich dahinter jetzt so. Aber das ist ja auch eine Form der, sag ich mal, des Zuverdienstes oder der Möglichkeit, etwas zu finanzieren, die es ja vor 10 Jahren noch überhaupt gar nicht gab in dieser Form. Also, es wäre ja nicht möglich gewesen, dass irgendwelche Privatleute irgendwie, ja klar, hättest du irgendwie jede Woche in der Zeit oder so inserieren können, bitte überweisen Sie mir Geld oder so, ja, aber ich meine, so, und ich finde das einfach spannend, ich finde das sehr interessant. Ja, wo du sagst 10 Jahre, wir könnten natürlich auch einen Jahrzehntrückblick machen, sind wir nicht darauf vorbereitet. Ich habe zu berücksichtigen ist ja, dass vor 10 Jahren alle davon ausgingen, dass zum Ende des Jahrzehnts die Bundesrepublik Deutschland von 79 Millionen Menschen bevölkert sein würde. Und tatsächlich sind es 83 Millionen. Ja. Und da hat sich einiges getan, was man nicht so ohne weiteres vorhergesehen hat. Ja, und es zeigt auch immer wieder schön, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Die Vorstellung, dass irgendwie sich, nur weil es in der Vergangenheit immer so gewesen ist, etwas in die Zukunft so fortpflanzt, ist einfach falsch. Gilt auch für den Aktienmarkt. Gilt auch
wenn man in Spielcasinos geht, ja, dann kann man dort am Roulette, sieht man ja die Anzeige, welche Zahlen schon gefallen sind. Ja. Du siehst so die letzten, weiß ich nicht, die Anzahl von 10, 20 ja, vorangegangenen Runden. Und ich glaube, das, was daraus abgeleitet werden soll, ist, wie denn der nächste Turn ist. Ja. Das heißt, also wenn 20 mal rot war, sollst du daraus ableiten können, dass dann als nächstes schwarz kommt. Ja, also man kann nicht ohne weiteres, nochmal, glaube ich, ein Sonderaspekt der Stochastik, aber man kann nicht unmittelbar aus Vergangenem auf zukünftige Entwicklungen schließen. Ja. Wie du so treffend, wie der Wirtschaftshistoriker, der du bist, Technikhistoriker, der du bist. Technik und Wissenschaftshistoriker. Technik und Wissenschaftshistoriker, der du bist, brillant erkannt, treffend erkannt, brillant formuliert hat. Danke. Wenn wir gerade bei Wissenschafts- und Technikgeschichte sind, das ist ja tatsächlich auch etwas, was mir beim, weiß ich nicht, Geschichte schreiben, zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit über Werner von Braun aufgefallen ist. Ich glaube tatsächlich, ein ganz großes Problem der Geschichtswissenschaft ist, dass man immer ex post natürlich Dinge schreibt und sie dann so zusammenfasst, dass sie Sinn ergeben. Wohingegen man, wenn man im Hier und Jetzt sitzt, natürlich überhaupt nicht in der Lage ist, auch nur ansatzweise zu sagen, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert. Und man sich dann tatsächlich die Frage stellen muss, ob Geschichtswissenschaften nicht auch einfach in einer gewissen Weise so eine Art der Selbstversicherung sind. Ich meine, den Gedanken haben wahrscheinlich andere schon mal irgendwie klüger formuliert. Es gibt ja diesen etwas abfälligen Spruch, die Geschichte wird immer von den Gewinnerinnen und Gewinnern geschrieben. Ja. Wobei das mit Gewinnerinnen auch eine neuere, also in diesem Fall wäre es möglicherweise sogar deutlich korrekter zu sagen, nur von den Gewinnern bislang wird die Geschichte geschrieben. So, aber das ist halt tatsächlich interessant, dass du natürlich im Rückblick auf die letzten 10 Jahre sagen kannst, aha, das ist so und so passiert, ja, aber dass du natürlich im Vorausblick nicht ansatzweise in der Lage sein wirst, irgendwas korrekt zu beschreiben. Und dann wird es aber im Nachhinein immer so getan, als würde das alles irgendwie Sinn ergeben und hätte unausweichlich dazu geführt, dass es dann so kommen musste. Das ist leider etwas, was in der Geschichtswissenschaft nicht gerne gemacht wird, zumindest mal so ein bisschen zu spekulieren oder darauf hinzuweisen, dass natürlich nicht alle Situationen in Stein gemeißelt sind in dem Moment, in dem sie passieren. Ne? Ja, eine schöne Erkenntnis, eine schöne Beobachtung, die ja auch nicht nur für die Geschichte in den großen Zügen von Völkern, Nationen oder Kontinenten zutrifft, sondern auch für die individuelle Biografie, die sich in der rückwirkenden Darstellung wie ein stringenter, ja, klar, von Geburt an auf das Ziel hin Bundeskanzler zu werden, also in dieser Art und Weise, in dieser Stringenz darstellt und in Wirklichkeit ein Meandering war. Klar. Ja, schöne Beobachtung. Ja, I don't know. Also fiel mir dazu nur ein. Also wie man sieht, unser Podcast auch ein Podcast der intelligenten Assoziation. Und dann kommen wir mal ans Eingemachte. Ein kurzer Nachklapp zu ARD-Kontraste. Wie wir in der letzten Folge schon gesagt hatten, ich roll das jetzt hier nicht nochmal auf, aber ARD-Kontraste sprach von einer sogenannten Kündigungsaffäre bei der guten Frau Saskia Esken, die 2012 im Vorstand des Landeselternbeirats Baden-Württemberg war, nicht als Vorsitzende, sondern als stellvertretende Vorsitzende. Da wurden ihr dann... Also da wurde eine Mitarbeiterin aus der Geschäftsstelle gekündigt, die witzigerweise, habe ich jetzt auch erfahren über ein Dokument, was dann im Internet auftauchte, die witzigerweise selber Mitglied im Landeselternbeirat ist. Also da werden ja dann von den verschiedenen Schulformen, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Grundschule, wird immer ein Elternvertreter, eine Elternvertreterin in diesen Landeselternbeirat entsandt. Und diese gute Gabi W., die dort arbeitete in der Geschäftsstelle, war
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Entsandte für die Schulform Realschule. Ja? So, und das fand ich, war dann doch nochmal ganz interessant, weil ich mir so überlegt hätte, wenn die gute Saskia Esken sowohl Mitglied im Landeselternbeirat Baden-Württemberg gewesen wäre, als auch dort angestellt in der Geschäftsstelle, ja, hätte es wahrscheinlich wieder gehießen, weiß ich nicht, Vetternwirtschaftsaffäre oder so. Das soll hier aber gar nicht das Thema sein. Ist aber, wie ich finde, ein ganz interessantes Detail, was dann bei Kontraste zufällig gar nicht erwähnt worden ist. Kontraste hat also Saskia Esken dann so Ungeheuerlichkeiten vorgeworfen, wie dass Saskia Esken eine Kündigung persönlich in den Briefkasten eingeworfen hat und dass sie in einer Mail geschrieben hat, also wenn du dich für den Auflösungsvertrag entscheidest, dann unterschreib bitte den Auflösungsvertrag und wenn du dich dafür entscheidest, dass wir dich kündigen sollen, dann gib uns bitte den Auflösungsvertrag zurück. Ja? Und das hat Kontraste noch immer nicht richtig auf seiner Webseite stehen, weil sie noch immer der Meinung sind, dass man auch eine Kündigung unterschreiben muss. Aber ich habe es da auch mittlerweile aufgegeben, diese Redaktion in irgendeiner Form zu belehren. Es ist ja aus der gesamten Berichterstattung deutlich geworden, dass sie anscheinend, und da bin ich schon ein bisschen in der Bewertung, anscheinend es darauf abgesehen hatten, irgendwie Saskia Esken in ein bestimmtes, nicht unbedingt positives Licht zu rücken. Der RBB hat dann jetzt gestern, so war die Berichterstattung in der Stuttgarter Zeitung, eine Unterlassungserklärung abgegeben, die mir leider nicht vorliegt und hat also der RBB und ARD Kontraste müssen es jetzt also unterlassen, den Eindruck zu erwecken, dass Saskia Esken in irgendeiner Form irgendetwas mit der durch den Beitrag insinuierten Durchsuchung eines E-Mail-Postfaches zu tun hat. Wir hatten in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, dass er ein weiteres Mitglied dieses Landeselternbeiratsvorstandes sich gegenüber T-Online geäußert hatte. Ich hatte den Beitrag ja verlinkt. In diesem Beitrag sprach dann der Herr R. darüber, dass das also ein Gemeinschaftspostfach war. Die gute Gabi W. und auch die anderen Leute, die dort von ARD Kontraste interviewt worden sind, hatten ja den Eindruck erweckt, da wäre in irgendeiner Art und Weise rechtswidrig, wären da E-Mails in einem privaten Mail, also nicht privaten, aber in einem personell zugeordneten Dienstaccount irgendwie durchsucht worden und so, ja. Und das ist halt nicht geschehen. Mir wurde dann zugespielt durch eine mutige Whistleblowerin oder einen mutigen Whistleblower oder weil es auf einmal einfach da war. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wie auf einmal dieses Dokument den Weg zu mir fand. Eine Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten Baden-Württemberg aus dem Jahr 2012, vom 6. Dezember, die in diesem Kontrastebeitrag auch zitiert wird. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich jetzt noch mal kurz darüber reden wollte. Ulrich kennt das Dokument auch. Ich habe versprochen, da jetzt nicht im Wortlaut draus zu zitieren, aber ich formuliere es mal abstrakt. Das ist deswegen so unverantwortlich, dieser ganze Kontrastebeitrag ex post, weil aus diesem Dokument, aus dem ARD Kontraste ja zitiert, ganz klar hervorgeht, welche Person damals Zugriff auf diesen Computer gehabt hat und unter welchen Umständen dieser Zugriff erfolgte. Und das ist das Interessante, nach einer Darstellung von Gabi W. Ja? Da schreibt nämlich der Datenschutzbeauftragte, bei der Entscheidung über die oben genannte Beschwerden gehen wir von folgendem Sachverhalt aus. So, ne? Und dann steht hier nochmal datenschutzrechtliche Beschwerde im Zusammenhang mit der Nutzung des PCs bei der Geschäftsstelle des Landeselternbeirates. Und das ist ein Brief von dem Landesdatenschutzbeauftragten an diese Gabi W. Ja? Und aus der ganzen Formulierung entsteht zumindest bei mir der Eindruck, dass diese Gabi W. einfach dem Landesdatenschutzbeauftragten die Sicht ihrer Dinge formuliert hat und der Landesdatenschutzbeauftragte dann aber gar nicht groß noch irgendwelche anderen Stimmen
eingeholt zu haben scheint, weil wenn er das damals getan hätte, hätten ja zumindest auch dieser Herr R. und so nochmal ihre Sicht der Dinge da formuliert. Wenn ihr im Hintergrund so ein Knuspern hören solltet, der Mümmelmann, mein Hamsterchen, der hat gerade unsere sexy Stimmen gehört und ist deswegen wach geworden und läuft jetzt durch seinen Käfig auf der Suche nach Futter. Das macht er manchmal. So, und in dieser Stellungnahme schildert also der Datenschutzbeauftragte nochmal den Sachverhalt, wie sich der Sachverhalt ihm darstellt. Und da steht dann also drin, dass also der damalige Vorsitzende auf den Computerzugriff, nicht auf ein bestimmtes E-Mail-Postfach, sondern auf den Computer, und dies auch deswegen tat, weil die gute Gabi W. telefonisch nicht erreichbar war. Und dann das Passwort zu diesem Computer von einer anderen Person aus der Geschäftsstelle bekommen hat. Wir fassen also zusammen, auf diesen Computer konnten mehrere Leute zugreifen. Das Postfach war kein zugeordnetes, sondern ein Funktionspostfach, weil wahrscheinlich irgendwie dieses info@landeselternbeirat.bw.de oder irgendwie sowas, ja. Und die gute Gabi W. hatte selber was damit zu tun, dass auf diesen Computer auf die Art und Weise zugegriffen wurde, wie das getan war, denn sie war telefonisch nicht zu erreichen, um dort das Passwort für diesen Computer mitzuteilen. So, das war die ganze Situation. Das heißt, ARD Kontraste hätte also diesen Sachverhalt so darstellen können, wie Gabi W. ihn vor 7 Jahren dem Landesdatenschutzbeauftragten dargestellt hat, hat davon aber abgesehen, hat gleichzeitig aber aus diesem Dokument zitiert. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Ulrich, journalistisch ziemlich unsauber, oder? Das ist unseriös, ja, unsauber. Das ist einfach die Fakten beiseite drängend, schiebend, um der ins Auge gefassten Geschichte willen, der Storyline, damit die nicht verlassen wird. Das ist, also man will zu einem bestimmten Ergebnis kommen. Das ist also auch eine, man vermeidet die berühmte kognitive Dissonanz. Man vermeidet also alles, was inhaltlich nicht mit dem übereinstimmt, was man sich als Vorstellung gebildet hat, als Vorstellung oder Wunsch. Dann sieht man die anderen Dinge nicht. Und das geschieht typischerweise nicht gesteuert. Das heißt, der Richter, der da vorne sitzt und sich die Meinung gebildet hat, der Schuft, der war es, den muss ich verknacken, schon vor dem Verfahren, der sieht dann gar nicht die entlastenden Umstände. In den meisten Fällen tun Richterinnen und Richter das nicht absichtlich, nicht bewusst. In diesem Fall ist der Unterschied, dass die kognitive Dissonanz bewusst vermieden wurde durch die Damen und Herren in der Kontraste-Redaktion, die Autorinnen und Autoren jenes Beitrags. Der Aspekt, der daran besonders bedauerlich ist, noch zusätzlich bedauerlich ist, ist meines Erachtens der Umstand, dass dieser Grundlinie Saskia Esken in Kündigungsskandal-Affäre verwickelt, dass der unhinterfragt aufgegriffen wurde von anderen Medien, ja. Und dass sich das auch, wenn man nur das Wort Esken bei Google eingibt, immer noch auf der Startseite findet, schwere Vorwürfe gegen SPD-Chefin. Sie hat immerhin, SPD-Chefin erringt juristischen Erfolg, ist auf Platz 1 der Google-Treffer, aber auf Platz 4 sind schon die schweren Vorwürfe. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Das ist vom Mechanismus her auch sehr bedauerlich, dass da nicht etwas dagegen gehalten wurde, sondern einfach das übernommen wurde. Von Medien wie Focus sowieso, klar, aber ja, auch der Zeit zum Beispiel, ja. Zeit Online. Ja. Das ist sehr schlecht. Der Mechanismus, der, glaube ich, auch zum Teil dahinter steht, ist, dass wahrscheinlich Frau Esken nicht so ganz, nicht von der, she's not everybody's darling. Ja. Sie kommt wahrscheinlich bei vielen Leuten nicht auf Anhieb so mit höchsten Sympathiewerten rüber. Und
Das ist natürlich dann ganz besonders schlecht, wenn man davon nicht abstrahiert, dass man da, wenn MedienvertreterInnen nicht davon abstrahieren, von dem Umstand, dass sie vielleicht ihre eigene Sympathie mal etwas hintanstellen sollten, jedenfalls wenn es darum geht, Fakten zu prüfen und zu korrigieren. Ja, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den ich an der ganzen Geschichte am tragischsten finde, dass natürlich, wie im Englischen heißt es so schön, the damage is done. Ne? Also ARD-Kontraste muss jetzt auch in diesem Beitrag noch eine, also quasi so eine neue Sequenz einführen, wo sie nochmal klarstellen müssen, dass Saskia Esken mit diesem Zugriff auf den Computer dort in dem Landeselternbeirat nichts zu tun hatte. Das heißt, die Vorwürfe, die quasi in dem Beitrag dann gegen Esken bleiben, sind, wie ich das schon vorhin gesagt hatte, sie hat diese Mail geschrieben, wo sie gesagt hat, hier entscheide ich mal Kündigung oder Aufhebungsvertrag. Sie hat diese Kündigung selber persönlich eingeworfen und dieser subjektive Christian B., der vorherige Vorsitzende dieses Landeselternbeirates, der sagt, nö, die Saskia Esken, die war aber voll gemein, die hat überhaupt gar keinen Frieden und gar keine Ruhe. Und die Gabi W. fand das auch nicht gut, dass sie gekündigt wurde. Das ist also tatsächlich so ein Niveau von aller, die waren mal früher so ein bisschen gemein zu mir und die ist doof, ja. Ja, und halt eben so komplette Nichtigkeiten, die da skandalisiert werden. Also ich finde, das Einzige, was man denen vorwerfen kann, ist, wie kann man denn so knauserig sein? Naja. Für ein Einschreiben, ja, und um das dann irgendwie persönlich einzuwerfen. Ich nehme es mit. Das wäre, ja, Heiligsbläse, hier, komm, das ist auf meinem Weg, da schmeiße ich es gerade ein, ja. Also das ist halt so, das wäre das, was ich denen vorwerfen würde, dass ich denke mir so, ey Leute, also die 3 Euro für einen Einwurf einschreiben, die hätte da jetzt auch noch gehabt. 3 Euro? So, oh nee, das ist doch, gebe mal lieber. Das schleppert sich. Ja, das schleppert sich. Nee, und also das finde ich einfach, das wäre jetzt so mein einziger Vorwurf. Nein, aber dass jetzt natürlich nicht in derselben Ausführlichkeit und Form darüber berichtet wird, dass Saskia Esken den RBB rechtlich, nicht den RBB, aber ARD-Kontraste rechtlich, ich glaube, das Fachwort ist hier, komplett zerfickt hat, das wird natürlich nicht in derselben Form nochmal durchs Dorf gejagt, wie eben dieses mit der Kündigungsaffäre. Das mit der Kündigungsaffäre bleibt irgendwie hängen. Und das ist mit der sogenannten Kündigungsaffäre. Und das ist dann das, worauf das hinauslaufen wird, dass es auch noch in Jahren, mark my words, heißen wird. Das ist doch die damals, wo die auf diese E-Mails zugegriffen hat. Und das ist halt die totale Vollkatastrophe. Und da muss man einfach, Entschuldigung, dass ich das so hart formuliere, sagen, ich finde das tatsächlich schade, dass das keine Konsequenzen für den Redaktionsleiter von ARD Kontraste hat, dass das keine Konsequenzen für die beiden Autoren des Beitrags hat, weil ohne Spaß, wer, ein Jahr nach dem großen Relotius-Skandal auf diese Art und Weise Journalismus macht, also im Öffentlich-Rechtlichen, ja, das ist, finde ich, auch ein falsches Signal an die ganzen Redaktionen dort, dass du also den allergrößten Scheiß machen kannst. Wenn es dann zu einer rechtlichen Auseinandersetzung kommt, bist du ja noch nicht mal mit deinem eigenen Geld betroffen, weil macht ja das RBB-Justiziariat, wird ja aus unserer Demokratieabgabe finanziert. Ich bin großer Fan von gebührenfinanziertem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich komme auch mit den Widrigkeiten klar, dass die da irgendwie, so Schlagersendungen produzieren. Aber das ist echt schade. Das ist echt schade, dass die Verantwortlichen an dieser Stelle mit sowas durchkommen. Ja, zumal dieser Aspekt mit dem Wegfall auf juristische Maßnahmen hin, mit dem Wegfall dieses Teilaspekt des Zugriff auf fremde Daten, der nun rechtlich festgestellt weggefallen ist, das war nicht Bestandteil dessen, was man Frau Esken auch nur ansatzweise vorwerfen konnte. Mit dem Wegfall dieses Aspekts ist tatsächlich das, was noch am ehesten in die Nähe von Relevanz kam, weggefallen. Das, was zwar auch keine Substanz hatte, aber noch am allerehesten
die Eignung, die theoretische Eignung hatte, Substanz zu haben, wo das Körnchen Substanz noch drin war, das ist weggefallen. Das heißt, es ist also am Ende des Tages gar nichts inhaltlich übrig geblieben. Dennoch bleibt natürlich etwas hängen. Und das ist nicht gut. Anderer Aspekt, das soll jetzt nicht Victim-Blaming sein, Frau Esken hier als tatsächlich das Opfer, die Geschädigte von diesem unlauteren Verhalten, von dieser unlauteren Vorgehensweise. Eingangs war es von Frau Esken allerdings auch nicht geschickt, wie ich meine, diese Tätigkeit im Landeselternbeirat selber zu exponieren. Sie hat, und das erinnere ich, bei Anne Will, ist sie über dieses Stöckchen, das ihr der Cicero-Redakteur dorthin hielt, ist sie so bereitwillig gesprungen. Sie ist also einfach in das Messer gelaufen, das der ihr hingehalten hat, der ihr nämlich vorgeworfen hatte oder insinuierte, sie sei, da das ja das Einzige und Höchste sei, was sie jemals gemacht hatte, nämlich die Vizepräsidentschaft, Vizevorsitzende-Eigenschaft im Landeselternbeirat, sei sie ja nicht hinreichend qualifiziert für den SPD-Co-Vorsitz. Und da hat sie dann ausgeführt, das sei schon eine ziemlich ähnliche Angelegenheit. Und außerdem... Ja, aber also sagen wir mal so, ich weiß natürlich, was du meinst. Ich würde dem tatsächlich entgegnen, kann man das einer Person wirklich Vorwurf, also erstens, weil dieser Vorwurf, der da kam, natürlich total Pillepalle. Also ich meine, jeder halbwegs intelligenzbegabte Mensch weiß, dass der Landeselternbeirat Baden-Württemberg nicht mit dem Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu vergleichen ist. Also schon auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich werfe ihr das nicht vor. Ich glaube nur, dass es eine Ungeschicklichkeit war, die ich einfach mit erwähnen möchte. Ja, das rechtfertigt nicht, dass es Kontrast zu einem geknackten Beitrag macht. Ich glaube, sie musste sich erstmal warm laufen. Ja. Und sie hat eben just diese Nachsicht, diese Leniency, die jeder verdient, der neu in ein Amt kommt, hat sie nicht erhalten. Und dann hat sie da eine kleine Ungeschicklichkeit begangen. Und das hat noch zusätzlich dazu beigetragen, dass ihr da gleich einer reingekoffert wurde. Aber das würde ich gerne, und darauf würde ich nämlich gerne eingehen. Das ist eine Praxis, bei der eben persönliches Befindlichkeiten, Emotionen völlig über Fakten gestellt werden. Und das ist das, was man aus dieser Angelegenheit mitnehmen muss. Ja, und ich würde das aber trotzdem, noch mal kurz drauf eingehen, weil wenn du so einen Blödsinn vorgeworfen kriegst, dass deine einzige Qualifikation bisher der Landeselternbeirat Baden-Württemberg, da der Vorstand gewesen ist, ja, dass man darauf jetzt eher erstmal eingeht und versucht, diesen Vorwurf noch daraus noch irgendwas zu machen, finde ich ja jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also man kann das irgendwie unbeholfen und irgendwie doof finden, aber ich finde, menschlich ist das ja jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, was ist das für ein Unmensch, dass die Saskia Esken jetzt noch mal kurz versucht zu erklären, was sie da in diesem Landeselternbeirat gemacht hat. Das ist warum gut, dass du das nicht sagen Meinung würdest, das würde ja von uns beiden keiner sagen. Aber das ist ja mein Punkt noch mal, um das noch mal ein bisschen aufzudröseln. Du hast natürlich in der Sache... Hast du am Ende recht. In der jetzigen Medienlandschaft, in der wir haben, ist es total ungeschickt, sich auf eine solche Art und Weise einzulassen und diese Arbeit im Landeselternbeirat Baden-Württemberg im Vorstand so zu erwähnen und zu exponieren, wie das Saskia Esken bei Anne Will gemacht hat. Nur meine Reaktion darauf wäre wahrscheinlich auch irgendwie gewesen, dass ich gesagt hätte, ja, wissen Sie was, das ist ja jetzt so dumm, tut mir leid, haben Sie bitte Verständnis darauf, dass ich da nicht eingehe, weil selbst das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben, wäre nicht richtig. Ja? Sie hätte die Kurve dann am Ende sehr schön gekriegt, als sie sagte, wenn wir nur Leute, die 20 Jahre Erfahrung haben,
nehmen, dann... Ja, man hätte da auch einen anderen Vorwurf draus basteln können, so nach dem Motto, entschuldigen Sie mal, ich kann das jetzt hier nicht stehen lassen, dass Sie das ehrenamtliche Engagement von Hunderten von Eltern in solchen Landeselternbeiräten über ganz Deutschland, dass Sie das hier so gering schätzen und so tun, als wäre das keine Arbeit oder so. Diese Leute opfern sich da ganze, weiß ich nicht, Wochenenden und Abenden für auf und Sie tun hier so, als sei das irgend so ein Pillepalle, das finde ich sehr schäbig von Ihnen. Ja, klar. Aber ich finde es jetzt menschlich erstmal nicht schlecht, wenn man irgendeinen Scheiß an den Kopf geworfen zu kriegt, dass man dann ganz menschlich darauf reagiert und sagt, Moment mal, ich erkläre es dir kurz. Ja? Das setzt nämlich eine, oder das unterstellt nämlich erstmal eine, sag ich mal, aufrichtige Gesprächsführung durch den Gegenüber. Das war dann natürlich Saskia Eskens Naivität, dass sie dachte, diesen Cicero-Typen würde jetzt tatsächlich interessieren, was ich dort erzähle. Ja, und es war natürlich eine Naivität zu glauben, dass die deutsche Medienlandschaft interessieren würde, was sie dort erzählen würde. Aber in meinen Augen ist nicht das Problem, und darauf wollte ich hinaus, dass sie so geantwortet hat, wie sie geantwortet hat, das kann man auch immer unbeholfen und doof finden, ja, sondern das, was dann daraus gemacht wird und in seinem kompletten Extrem, dass dann ARD Kontraste da runterfährt nach Baden-Württemberg und dann da einen kompletten... Aber diesen Seitenaspekt kann man schon erwähnen, oder? Was? Dass ja, natürlich Teil war der das, Angelegenheit. Ja, natürlich, nicht, war, dass das, man das natürlich war das doof, das in dieser Anne-Will-Sendung so zu erzählen, wie sie es erzählt hat. Aber es ist auch doof, dass wir in einer Medienlandschaft leben, die das auf eine Art und Weise ausschlachtet bei einer Person, die, weiß ich nicht, wenn die irgendwie beliebter wäre, wenn sie nicht bei der SPD wäre oder sonst irgendwas, hätte es nachher geheißen. Und das ist ja so toll, dass sie sich schon seit frühester Kindheit quasi ehrenamtlich engagiert hat und für die Bildung eingesetzt hat, bla bla bla. Es ist immer eine, und das ist ja auch ein viel zitiertes Wort in diesem und im letzten Jahr gewesen, immer auch eine Frage des Framings. So, dann ja. Hätten wir das hier an der Stelle abgeschlossen. Sollen wir jetzt unseren Jahresrückblick machen? Ich denke, es ist Zeit für den Jahresrückblick. Ja. Da wird ja Gelegenheit sein, auch auf verschiedene Dinge, aktuell oder nicht aktuell, einzugehen, vorausgesetzt, Sie haben Bezug zum Jahr 2019, das sich ja dem Ende neigt, und dass ein Jahr sich dem Ende neigt, ist die Gelegenheit für den Jahresrückblick. Wie wir festgestellt haben, haben wir den Jahresrückblick auf das Jahr 2018 am 21. Dezember 2018 aufgezeichnet. Der Jahresrückblick auf das Jahr 2019 findet am 21. Dezember 2019 statt. Immer, das ist uns wichtig, der kürzeste Tag des Jahres. Ja. An dem wir trotzdem noch Zeit finden, den Jahresrückblick aber zu absolvieren. Aber es ist schon lustig, dass das jetzt am selben Tag passiert ist, ne? Also, weil geplant war das ja von uns beiden nicht. Ja, da müssten wir lügen, wenn wir sagten, dass wir das immer am 21. machen. Bislang machen wir es aber immer am 21. Eine lange Tradition, die sich zum ersten Mal schon wiederholt. Wir haben das in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Ja. Und man muss sich, also wir wählen in sämtlichen Kategorien den, der, die, das des Jahres. Also Person, Buch, ja. Verstorbener, ja. Verstorbene. Clusterfuck. Also die ganzen berühmten Sachen. Vielleicht finden wir auch wieder eine Ausländerin des Jahres. Hatten wir das zuletzt? Ausländer und Ausländerin des Jahres? Auch noch mal, klingt total rassistisch. Was wir im letzten Jahr hatten, da haben wir im Archiv auch noch gefunden, die Antworten aus dem letzten Jahr. Jedenfalls wird das Format sein. Und auch solche Sachen, es wird die Zahl des Jahres geben. Ja. Den Vollprofi des Jahres. Ja. Das Video des Jahres. Ja. Vielleicht auch den Frame des Jahres, je nachdem, wie weit wir kommen. Wie weit wir kommen, ja. Hatte ich schon den Clusterfuck des Jahres erwähnt? Hatten wir letztes Jahr auch gewählt. Scheint ein Lieblingswort von dir zu sein. Ja, aber dann fangen wir mal mit irgendwas an. Ja, mit was möchtest du denn anfangen? Sag einfach irgendwas. Du hast die ganzen Kategorien vor dir, du hast dich deutlich besser auf die Wir nehmen mal etwas so aus der Kategorie mittlerer
Emotionsgrad, die Zahl des Jahres. Ja. Ich habe sie gewählt. Das ist die 70. 70 Jahre Grundgesetz. 2019 ist das gute Grundgesetz 70 Jahre alt geworden. Deshalb ist 70 die Zahl des Jahres. Jedenfalls in Deutschland. International nicht, aber die deutsche Zahl des Jahres ist die 70. 70 Jahre Grundgesetz. Wir hatten auch drüber gepodcastet, ne? Ich glaube schon, dass wir erwähnen das Grundgesetz jetzt gefühlt zumindest jede zweite Folge oder irgendwelche verfassungsrechtlichen Zusammenhänge. Das Grundgesetz und 70 Jahre Grundgesetz haben wir immer erwähnt. Wir reden auch zum Beispiel sehr oft über diesen etwas von der falschen Seite bemühten Widerstandsparagraphen. Sonst auch irgendwas, was du zum Grundgesetz sagen wolltest? Ja, ich überlege gerade, ob man zum Beispiel nur Zahl des Jahres werden kann, wenn man schon Zahl der Woche war. Aber das so wollen wir mal nicht so ernst, so eng sehen. Ja. Das war bei, was die Älteren kennen, noch das Format Tor des Monats, Tor des Jahres. Das Tor des Jahres musste Tor des Monats gewesen sein. Zahl der Woche sind wir da großzügiger. Zahl der Woche vielleicht, Zahl des Jahres im vergangenen Jahr war es, ja, die Zahl 2030, das weiß ich aber nicht mehr warum. Wieso das denn? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil wir gesagt haben, wenn wir bis 2030 nicht alles dekarbonisieren, sind wir tot. Ja, das war jetzt eine sehr seriöse Zusammenfassung, aber könnte ich mir denken, dass das vielleicht so the angle war. Ja, das war die Senkung des CO2-Ausstoßes bis zum Jahr 2030 auf null. Null? War das auf null oder? Es muss im Grunde genommen netto null sein. Also das bedeutet, dass 2030 im Schnitt um 30% niedriger liegen soll als 2020, hatte die EU-Kommission vorgeschlagen. Das waren aber nicht gerade ehrgeizige Ziele. Ja, Ursula von der Leyen hat ja jetzt andere Dinge vorgeschlagen mit ihrem Green Deal. Da wird zu sehen sein, inwieweit sie das durchsetzen können wird. Denn im Moment scheint sich schon abzuzeichnen, dass zumindest Polen da nicht mit einverstanden ist. Ja. Eine andere Zahl des Jahres vielleicht noch wäre zum Beispiel 7,75 Milliarden. Das ist nämlich die Anzahl der Menschen, die es jetzt es gab im November seit heute 2019 eine neue Aufstellung, wie viele Menschen auf der Erde leben. Und es sind im Moment 7,75 Milliarden. Es gibt da wahrscheinlich so Rundungsfehler, aber finde ich auch ganz interessant. Insbesondere, wenn man sich vor Augen führt bei der historischen Entwicklung der Menschheit, dass wir noch im Jahre, das war auf der Wikipedia-Seite mal deutlich cooler aufgeschlüsselt, als es jetzt ist. Aber noch im 20. Jahrhundert waren es 1,5 Milliarden, ne? Also finde ich schon sehr interessant, wie die Bevölkerung komplett explodiert ist. Ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern tatsächlich noch Mitte des 20. Jahrhunderts, also 1945, war die Weltbevölkerung 1,5 Milliarden Menschen. Tja. Tja. Das hat, glaube ich, auch mit Mathematik zu tun. Das hat mit Mathematik zu tun, ja. Also das ist, glaube ich, exponentiell nennt man das. Das ist ein exponentielles Wachstum. Ja, und gerade vor dem Hintergrund ist es natürlich das, worüber wir jetzt gerade geredet haben. Beide Zahlen des Jahres jedenfalls enthalten sehr viel Sieben, insofern. Zahlenmystik. Ja, Lauer und Wiener, auch der beste Zahlenmystiker-Podcast. Zahlenmystiker-Podcast, genau. Deutschlands. Ja, im letzten Jahr hatten wir die Kategorie SPD-Politikerin des Jahres. Warum wir die hatten, weiß ich nicht, aber ich glaube, es war Katharina Barley. So ist es. Katharina Barley ist ja jetzt durch die Europawahl im Grunde genommen komplett von der Bildfläche der deutschen Berichterstattung verschwunden.
mir tatsächlich ein bisschen unerklärlich, weil in meinen Augen es ja möglich sein müsste, auch aus vom Europaparlament heraus die deutschen Medien zu bespielen. Martin Sonneborn und dieser Nico Semsrott, die seit diesem Jahr auch Mitglieder des Europäischen Parlaments sind, sieht man jedenfalls öfter, schaffen das ja auch. Als Frau Barley. Die Kategorie im letzten Jahr war SPD-Politiker, Politikerin. Wir waren auf Frau Barley gekommen. Und in diesem Jahr stellt sich die Frage, ob diese Kategorie womöglich leer bleiben muss. Im nächsten Jahr wird sich dann die Frage stellen, was war nochmal die SPD? Ja, das ist schon ein bisschen gemein. Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand sich besonders hervorgetan hätte nach dem guten alten Rezenseffekt, nachdem man ja das zurückliegende besser erinnert, das kürzer zurückliegende besser erinnert, das präsenter hat als das länger zurückliegende, könnte man das neue Vorsitzenden-Duo nehmen. Das wäre aber, würden wir es uns zu einfach machen. Sie haben ja bislang noch nichts auf die Reihe gekriegt, außer gewählt zu werden, was immerhin etwas ist, aber es reicht nicht dafür, SPD-PolitikerIn des Jahres 2019 zu werden. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir auf diese komische Kategorie gekommen sind. Ja, liegt ja jetzt so, wir haben ja, ich denke, wir sind darauf gekommen, da wir das ein oder andere Mal über die Sozialdemokratische Partei Deutschlands gesprochen haben. Ja. Und Katharina Barley wahrscheinlich auch wegen ihrer Nähe zum Thema Justiz, Sexify Europe genommen haben. Das kann allerdings nicht sein, weil sie damals noch nicht Spitzenkandidatin für die Europawahl war. Wir wissen es nicht, aber ja. Es ist ja auch kein historischer Teil. Es war nur der Hinweis darauf, dass im vergangenen Jahr Katharina Barley war, die SPD-Politikerin des Jahres. In diesem Jahr muss die Kategorie frei bleiben. Ich weiß gar nicht, ob sie frei bleibt. Ich würde, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ja, würde ich natürlich sagen, Kevin Kühnert, SPD-Politiker des Jahres. Ne? Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Positivpreis ist oder ein Negativpreis. Man muss aber festhalten, dass er tatsächlich irgendwie der einzige SPD-Politiker ist, der in der Öffentlichkeit noch irgendwie verfängt. Wobei ich interessant fand, dass nachdem er also aus der Schonung kam bezüglich seiner, sag ich mal, Verantwortungsübernahme innerhalb der SPD, hat sich die Berichterstattung ja dann auch so ein bisschen verändert über ihn. Ne? Also er wurde ja jetzt auf dem Parteitag, wenn mich nicht alles täuscht, wurde er ja gewählt zum stellvertretenden Vorsitzenden. Also das mache ich jetzt aber daran fest, dass ich denke, dass wenn er nicht gewählt worden wäre, wäre die Berichterstattung darüber sehr deutlich und sehr groß gewesen. Und jetzt ist er halt Mitglied im Bundesvorstand der SPD. Ja, ich finde, das ist eine Wahl, auf die wir uns einigen können, mit 2 Stimmen. Kevin Kühnert zum SPD-Politiker in des Jahres 2019 zu machen. Denn ich finde, auch das von dir als Jurymitglied angeführte Umstand, dass der Einzige ist, der da jedenfalls in Erinnerung geblieben ist. Der andere, der in Erinnerung geblieben ist, ist Olaf Scholz. Aber auch nur, weil er so nichtig. Ja, es bringt sich ja leider, und das ist auch ein ganz, ganz großes Problem der SPD. Das ist auch so ein ganz großes Problem der SPD, neben den ganzen anderen Problemen, die sie hat, dass sie ja nicht nur parteiintern die ganze Zeit irgendwie Stress hat und es irgendwie nicht auf die Kette kriegt, den Teppich zu verkaufen, sag ich mal, vulgo ihre Erfolge in der Bundesregierung in irgendeiner Art und Weise zu vermitteln, sondern dass es auch so Altherren, so eine Altherrenriege gibt, namentlich Gerhard Schröder, aber auch hier Sigmar Gabriel, der ja einen sehr gut bezahlten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Autorenvertrag bei Holzbrink hat. Holzbrink bringt unter anderem das Handelsblatt und die Zeit raus. Ja? Und den Tagesspiegel. Und er also dort einen Autorenvertrag hat, wo er also 15.000 bis 30.000 Euro im Monat bekommt. Ja, und dann gibt er immer so Tipps von der Seitenlinie. Ja, also
So total sympathische Sachen wie die, die SPD würde sich zu sehr auf so Themen wie die Ehe für Umwelt, wie die Ehe für alle und so konzentrieren. Kleiner Hinweis an der Stelle noch. Sigmar Gabriel hat mich jetzt vor kurzem mal auf Twitter auch angekachelt, fand ich ganz gut. Meinte ich irgendwie so, dass wir die Energiewende schon längst hinbekommen hätten, wenn Sigmar Gabriel damals als Wirtschaftsminister nicht diese komische Braunkohlereserve dort eingeführt hätte. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber da hatte man sich dann dazu entschieden, 1,7 Gigawatt Braunkohlestrom vom Netz zu nehmen, aber den Stromerzeugern Kohle dafür zu geben, dass diese 1,7 Gigawatt Kapazitäten noch verfügbar halten. Also man quasi jederzeit diese Braunkohlemeiler nochmal anschmeißen könnte. Das wurde seit 2015, im November wurde das beschlossen. Seitdem das beschlossen worden ist, wurde noch kein einziges Mal auf diese Reserve zurückgegriffen. Ja, also die haben diese Kraftwerke kein einziges Mal angeworfen, haben aber aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht verstanden habe, wie das rechtlich funktioniert, quasi die Erlaubnis bekommen, diese 1,7 Milliarden an ihre Stromkundinnen weiterzugeben und denen halt einfach mehr Geld aus der Tasche zu ziehen für den Strom. Eine komplett bizarre Aktion. Ja, darin offenbart sich auch eine Problematik der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Dieses einerseits, andererseits, ja, aber diese Unfähigkeit oder jedenfalls dieses Phänomens, sich für keine Richtung zu entscheiden. Wir möchten also sowohl den CO2-Ausstoß reduzieren, aber auch den Braunkohletagebau weiter fördern. Genau, es muss aber auch sozial sein. Den Autoverkehr, wir möchten die Verkehrssituation in Deutschland verbessern, aber die Genossen und Kollegen von der IG Metall in Wolfsburg, die dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Das ist, glaube ich, das ist die große Problematik, die auch bei Sigmar Gabriel deutlich anklingt. Wir wollen auch, das gibt es auch bis Berlin, gerade beim Verkehr und beim Personenverkehr. Wir sind auch Deutschlands bester Sexpartner. Und beim Personenverkehr gibt es das eben auch, dass, ja, wir wollen mehr Radwege, aber doch nicht auf Kosten der Fläche für Parkplätze. Autofahrer. Genau. So, und das ist diese große Mutlosigkeit. Insofern ist die Wahl Kevin Kühnert, ist herzlich eingeladen, sich den Preis hier abzuholen bei einer der nächsten Aufnahmen. Nein, dann gehen wir in die Kanzlei, nehmen das da auf. Ja. Muss er wahrscheinlich auch durch den Hintereingang rein. Ich würde aber tatsächlich, anyway, ja, egal. Und auch weil er ja mit seinem diesem etwas aufgeplusterten Interview zur Vergesellschaftung BMW. Immerhin hat er sich ein bisschen hat er sich bemerkbar gemacht. Ist ja auch gut. Ja. Ja, wir kommen zur nächsten Kategorie, der Zufallsgenerator. Ja, also ich wäre ja tatsächlich für eine neue Kategorie. Ja, bitte. Und zwar Milliardärin des Jahres. Milliardäre des Jahres, weil mich das in diesem Jahr doch tatsächlich sehr bewegt hat. Ja. Also dieses ganze Thema Susanne Klatten und Stefan Quandt, weil sich daran eigentlich, finde ich, also Milliardär des Rinnen des Jahres, Stefan Klatten und Stefan Stefan Susanne Quandt Klatten und Stefan Susanne Quandt. So, und weil sich daran ja auch in meinen Augen tatsächlich sehr viel sehr viel einfach zeigt, wie was alles so schief läuft in der Gesellschaft. Weil ich möchte nicht mit denen tauschen. Genau, also wir hatten das hier an dieser Stelle schon mal, also nicht an dieser Stelle, sondern in diesem Podcast auch schon mal erwähnt. Aber
ich habe mich da in diesem Jahr und werde wahrscheinlich auch mich in den nächsten Jahren an diesem Thema abarbeiten und ich könnte natürlich auch irgendwie diesen, wie heißt der, Dieter Schwarz, der irgendwie im Moment anscheinend der reichste Deutsche zu sein scheint, weil ihm alleine Lidl und Kaufland und dieses ganze Zeug da halt gehört. Und wenn man das alles, seine ganzen Firmen damit reinrechnet, dann hat er wohl so einen Net Worth, wie der Amerikaner sagt, von roundabout 40 Milliarden Euro. Ja? Susanne Klatten und Stefan Quandt, die immer so unter dieser Bezeichnung BMW-Erben laufen, weil ihnen zusammen, glaube ich, fast 50% von BMW gehören, ja, haben sich dieses Jahr durch ein Interview im Manager-Magazin hervorgetan, nämlich im Grunde genommen tatsächlich ausgelöst durch Kevin Kühnert, ne? Und diese Debatte über ja, Vergesellschaftung von BMW und so. Und da hat Susanne Klatten tatsächlich die beiden Money-Quotes gesagt, einmal, dass die Leute immer glauben würden, dieser Reichtum, da würde man nichts für machen, das würde einem so zufliegen, weil es für mich so ungefähr die, also es ist auf ganz vielen Ebenen extrem bizarr, also dass da auch das Manager-Magazin dann dort nicht einfach mal kritisch nachgefragt hat. Moment mal. Und dass aber Susanne Klatten anscheinend in der Lage ist, einen solchen Satz in einem dann Interview zu sagen, von dem sie ja weiß, dass es dann auch öffentlich erscheint, und sich dafür nicht einfach zu schämen. Und sich dafür einfach nicht zu schämen, weil denn erben, und zwar irgendwie 20% BMW-Anteile zu erben, und dann jedes Jahr für diese 20% BMW-Anteile Millionen und Milliarden von Euro an Dividende ausgeschüttet zu bekommen, das ist die Definition von, das Geld fliegt einem einfach zu und man muss nichts dafür machen. Also wir könnten sagen, Frau Klatten mit gegenüber zum Beispiel Herrn Schwarz mit seinen 41,5 Milliarden geschätztem Vermögen, die Jury begründet ihre Wahl zur Milliardärin des Jahres, insbesondere mit ihrer Äußerung im Manager-Magazin und aber auch mit dem Quotienten Vermögen, dem aus Vermögen und eigener Arbeit gebildeten Quotienten. Da liegt es nämlich deutlich krasser als, je nachdem wie man es nimmt, hinten oder vorne, als Dieter Schwarz, der immerhin das Unternehmen seines Vaters in den 70er Jahren, das Unternehmen, das in der Region Heilbronn-Franken sehr aktiv war, das Unternehmen dann seit den 70er Jahren zu dem ausgebaut hat, was es jetzt ist. Also so Lidl und Kaufland oder was? Ja, und ja. Natürlich auch insofern, er hat es halt verstanden, dass der Germane, da ist auch keine Geschlechtergerechtigkeit erforderlich, weil es im Wesentlichen der Deutsche ist, sein Geld lieber ausgibt für ein 6-Zylinder-Dieselfahrzeug als für ordentliches Essen auf dem Tisch. Also der Germane gibt es lieber für das Dieselfahrzeug aus und in den 70er Jahren, muss man sagen, ließ er seine Frau dann besonders billig einkaufen. Also ich weiß gar nicht, ob es weltweit andere Länder gibt, in denen die reichsten Menschen diejenigen sind, die die billigsten Sachen verkauft haben. Deshalb ist Dieter Schwarz meines Erachtens kein Kandidat in diesem Jahr für den Milliardär des Jahres. Also, aber die Brüder Aldi, Dieter Schwarz, ich weiß nicht, wer da noch kommt, aber das sind jedenfalls ja die über Jahre und Jahrzehnte lang am stabilsten in der Liste der reichsten Deutschen stehenden Personen, die ihr Geld eben dadurch gemacht haben, dass sie mit der Knausrigkeit der deutschen Menschen gearbeitet haben. Ja, das ist auch nicht verwerflich, aber das ist auch ein sehr guter Einwand. Ich habe überhaupt gar kein Problem. Also man kann natürlich so Unternehmen wie Aldi und Lidl und diese ganzen Discounter natürlich schon kritisch sehen. Und da auch das Konsumverhalten der Deutschen, ich weiß jetzt gar nicht, warum du die ganze Zeit Germanen gesagt hast, habe ich irgendwas verpasst?
Ja, das war jetzt so ein... War nur so, okay, gut. Also hätte ja sein können. Germans. Die Almans, ja. Almans. Man kann das natürlich irgendwie kritisieren, weil das natürlich auch nicht dazu führt, dass bei den Leuten irgendwie das beste Essen auf dem Tisch landet. Das muss auch, ich habe die Quelle leider nicht mehr, aber das muss wohl auch regelmäßig dazu führen, dass wenn deutsche Unternehmen auf so internationalen Auktionen für Lebensmittel, ja, also weiß ich nicht, da geht es dann irgendwie darum, wer kriegt jetzt die Tomatenernte aus Marokko oder irgendwie so, ja. Dann wird den Deutschen die A-Ware schon gar nicht angeboten, weil man weiß, das geht dann irgendwie nach Frankreich. Also die Franzosen zum Beispiel sind ja ein Volk, das prozentual zu ihrem Einkommen wahnsinnig viel Geld für Essen ausgibt. Ich glaube 30% oder so. Und die Deutschen sind so bei 10%. Also ich gebe das auch nochmal, die Zahlen nochmal nach. Da gibt es auf jeden Fall Statistiken für. Und es führt dann also dazu, dass die Deutschen einfach immer das denkbar schlechteste Essen in ihren Supermärkten bekommen, weil sie auch überhaupt gar nicht das gute Essen, sag ich mal, angeboten bekommen. Ja, passt ja auch sehr schön. Ne? Die reichsten Deutschen sind die dicksten Autos auf den Markt bringen und die billigsten Lebensmittel verkaufen. Ja, toll. Ja, Milliardär des Jahres. So, und da muss man, und deswegen fand ich deinen Einwand gut. Ich habe tatsächlich nichts damit, wenn man aus irgendwie ein Geschäftsmodell entwickelt, das halbwegs, also das nicht ganz so menschenverachtend ist wie das Geschäftsmodell von Heckler und Koch, ja. Und man damit dann halt, weiß ich nicht, über Jahrzehnte ein Business aufbaut und damit halt Geld verdient. Ja? Was ich an sowas wie Aldi und Lidl natürlich immer sehr interessant finde und auch sehr beeindruckend, ist natürlich die Logistik, die da abfackeln. Ne? Also weil da sind ja die Margen der Lebensmittel, die sie dort verkaufen, oft wirklich sehr, sehr gering. Und dann musst du natürlich gucken, dass gerade verderbliche Ware zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, sonst machst du halt Verluste. Das ist ja eine eigene Wissenschaft für sich. Das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Dann kann man die Läden auch immer irgendwie kritisieren, aber dann ist es halt so, dann hat der Dieter Schwarz und die Gebrüder Albrecht haben dann halt mit diesem Zeug ihr Geld verdient. Es gibt ja auch so schillernde Figuren wie diesen Wolfgang Grupp von Trigema, der da in Burladingen auftritt wie ein Feudalherr. Ja, das muss man nicht mögen, aber man kann einfach, das habe ich an verschiedener Stelle schon gesagt, man kann das halt einfach mal zur Kenntnis nehmen. Da ist ja auch dann klar die Verantwortlichkeit bei Trigema geklärt. Ne? Da ist klar, wenn der Laden läuft, war Herr Grupp, wenn der Laden nicht läuft, hat Herr Grupp irgendwie verkackt. Da würde er aber wahrscheinlich auch jederzeit sagen, dass er verkackt hat. Die Art und Weise, wie er dieses Unternehmen führt, dass er da zum Beispiel seinen Mitarbeitern garantiert, dass die Kinder der Mitarbeiter eine Arbeitsplatzgarantie eben haben und so. Das ist natürlich eine Art und Weise, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Die wird es wahrscheinlich sonst so in dieser Art in Deutschland nicht noch einmal. Das gibt es sonst nur bei Toyota. Ja, genau. Es gibt es vielleicht noch bei Toyota. Aber wahrscheinlich würde sich auch ein Trigema-Mitarbeiter schützend vor Herrn Grupp schmeißen, wenn da jetzt ein Attentäter hinterm Gebüsch hervorgesprungen käme. Will damit sagen, es gibt ja tatsächlich verschiedene Formen des Unternehmertums, die muss man nicht immer gut finden, aber da kann man einfach zur Kenntnis nehmen, okay, die Leute machen halt irgendwas, ja, und dieses Irgendwas ist dann der Grund dafür, dass die eben solche Unternehmerinnen oder Unternehmer sind. Und Herr Grupp vom Vermögen her tatsächlich völlig andere Liga. Ne? Ja, vollkommen andere Liga. Der wird, also ich weiß jetzt nicht, was Trigema für einen Umsatz macht. Uns liegen da jetzt gerade die Geschäftsberichte nicht vor. Der ist Millionär, aber er ist nicht Milliardär. So ist es. Gleichzeitig, und jetzt kommt nochmal der harte Cut, gleichzeitig haben wir Susanne Klatten, die also von Beruf Erbin ist. Das mag sie gemein finden, dass man sie da so abqualifiziert. Sie wird wahrscheinlich auch irgendeine Ausbildung haben und irgendeinen Beruf ausüben. Ich sag mal, das Vermögen der Familie zu verwalten ist ja jetzt auch nicht so einfach. Kein Zuckerschlecken. Das ist kein Zuckerschlecken. gleichzeitig hat man dann Personal dafür, dass das macht. Ja? Solche Leute werden ja quasi systematisch auch abgeschirmt von zum Beispiel so Leuten wie mir, die dann den ganzen
ganzen Tag twittern Susanne Klatten, überweist mir Geld aufs Konto, ja. Aber ich finde, man muss schon eine ziemlich krasse, also das ist schon ein sehr harter Realitätsverlust und zeugt auch gleichzeitig von einer gewissen Chuzpe, wie man sagt, in einem solchen Interview zu sagen, erstens, die Leute denken, das Geld würde einem immer so zufliegen. Ja, tut es leider. Gib mir einfach deine BMW-Aktien, Susanne Klatten, und dann kann ich dir zeigen, wie mir das Geld zufliegt, ja. Und gleichzeitig sagt sie in dem Interview, und den Spruch fand ich dann noch deutlich krasser, ja, wer würde denn mit uns tauschen wollen? Wer würde denn mit uns tauschen wollen? Und worauf sie hinaus will, ist natürlich, und aus gutem Grund gibt es zum Beispiel von diesem Dieter Schwarz kein Foto und von den Gebrüdern Albrecht auch kein Foto. Das sind ja im Grunde genommen so mythische Gestalten wie der Sasquatch oder das Einhorn oder das Monster von Loch Ness. Ja? Natürlich sind diese Leute, siehe Jan-Philipp Remsma, ständig der Gefahr ausgesetzt, entführt zu werden, dass die Familie erpresst wird. Das sind alles keine schönen... Wer hat es schon einfach? Ja, so, sagen, ne? Genau, das ist keine schöne Erfahrung. Gleichzeitig haben die natürlich das Disposable Income, um sich eine Privatarmee zu leisten, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als genau das Szenario zu verhindern. Und hatte ich, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast gemacht, wer würde gerne mit Susanne Klatten tauschen, zum Beispiel all die Menschen, die in diesem Jahr, im letzten Jahr, aber auch in den vorangegangenen Jahren, zum Beispiel durch Faschisten mit dem Leben bedroht werden, ja, die sich aus welchen Gründen auch immer irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt sehen und die eben nicht das Disposable Income haben, sich vor so etwas zu schützen und auch leider zu Recht in Deutschland das Gefühl haben, insbesondere wenn es um rechten Terrorismus geht, von den Sicherheitsbehörden in Deutschland da im Stich gelassen zu werden, beziehungsweise dann so geile Ratschläge zu bekommen wie, ja, dann twittern sie nicht mehr so viel oder dann ziehen sie doch einfach um oder so. Ja. Ja. So. Und, also ja. Ich denke, die Wahl ist gut begründet, eine schöne Kategorie, ja. Und eine gut begründete Entscheidung. Gut begründete Begründung. So, kommen wir zur Kategorie, die ist neu in diesem Jahr. Ja. Gab es im letzten Jahr noch nicht. Video des Jahres. Ja, hast du eins? Weil ich habe sogar zwei. Ja. Wenn man kurz drüber nachdenkt, fallen die einem auch ein. Das habe ich halt vorher getan. Danke für diesen kleinen Seitenhieb, Ulrich. Ich habe dich auch lieb, trotzdem. Und ja, da gibt es zwei. Ich meine, es gibt auch einen ganz eindeutigen Sieger, aber wir machen mal den Anschein einer Wahl. Es gibt zwei Kandidaten auf den Preis als Video des Jahres. Das ist das Rezo-Video. Ja, ist ja auch das meistgesehenste Video des Jahres, ne? Mag das meistgesehene sein. In Deutschland, auf YouTube. Ja, aber das wird nicht der Sieger sein, weil natürlich ist das Ibiza-Video. Ah, das Ibiza-Video, ah ja. Ja. Absoffene Geschichte. Ah, das ist absoffene Geschichte. Wir erinnern uns, ja. Österreichische Spitzenpolitiker der sogenannten FPÖ, ja, haben also so einen kleinen Ausflug nach Ibiza gemacht. Deshalb ja auch Ibiza-Wort des Jahres in Österreich, ja, wenn ich mich recht erinnere. Und Psoffene Geschichten, Unwort des Jahres, ja, weil es ein Euphemismus ist, für nämlich das Geschehen, dass sich dort diese beiden Spitzenpolitiker so richtig feuchte Gedanken, nicht nur wegen des Wodka Red Bull, sondern insgesamt feuchte Gedanken machen, was denn alles passiert, wenn sie an der Macht sind, richtig an der Macht sind. Alter Hasselstein. Und ja, da hat ihnen irgendein... Wer hat denn nochmal gesagt, dass wer Schorf ist? Das hat... Es waren ja der Joschi Gudenus und ja, der Heinz und Karl Strache oder Heinz Karl heißt der, glaube ich, oder I don't know. Herr Strache, der Strachi. Ja. Der Joschi und der Strachi. Und die Tajana Gudenus. Und dann hatte man und die Frau vom Joschi. Ja. Und dann hatte man ihnen, wir erinnern uns, eine angebliche Oligarchennichte, ja, dahingesetzt, die anbot, gegen
ordentlich Einfluss, ihren Einfluss geltend zu machen. Ja, es ging darum, die Kronzeitung zu kaufen. Über die Kronzeitung kaufen und dann sollten die da ein Parteiorgan haben. Und dieses Video beginnt auch mit dem Teil, dass der eine zum anderen, also der Yoshi zum Strachi oder der Strachi zum Yoshi, mal so nebenbei kommentiert, was für Qualitäten denn diese angebliche russische Oligarchennichte habe. Und ja, das ist in dem wahnsinnig intelligenten Satz, oh, die ist scharf. Scharf. Ja. Rezo, wir erinnern uns, wir haben gelernt, wie man ihn ausspricht. Ja, ich hatte ihn ein paar Mal Rezo ausgesprochen, da gab es böse Anfeindungen. Und Rezo Schlauch. Rezo Schlauch aus der Zeit, als man noch über Flugmeilen stolpern konnte. Ja. Heutzutage kommt man, aber das ist möglicherweise auch ein Kandidat in einer anderen Kategorie, heute fällt man noch nicht mal, wenn man 560 Millionen Euro sehenden Auges versenkt. Verpulvert, der Dr. Scheier. Das Rezo-Video, ja, das ist tatsächlich das meistgesehenste Video in Deutschland. Während du jetzt noch was anderes guckst, erzählst, google ich, wie viele Jahre und Jahrhunderte es tatsächlich geguckt worden ist in diesem Jahr. Wir sind ja auch Sprachpodcast. Ja. Leider bin ich so sprachspießig, auch wenn ich diese Ansprüche selber nicht immer erfülle, dass man, wenn etwas sehr häufig gesehen worden ist und auch am meisten gesehen ist, nicht beide Bestandteile steigert. Also ist das meistgesehene, nicht das meistgesehenste, wenn du mir diese... Habe ich meistgesehenste? Ich habe das so gehört, oder habe ich mich gehört? Ja, ich habe das garantiert so gesagt. Wollte ich nur, dass unsere Hörer das nachmachen. Ich wollte nur hier den autoritären Charakter rausgeben. Ja, geil. Wer in den Zeiten der schwarzen Pädagogik, Gott sei Dank bin ich der zu Hause entgangen, in den Zeiten der schwarzen Pädagogik groß geworden ist, der ist maßregelt auch gerne andere. Das musst du kurz erklären, was die schwarze Pädagogik ist. Ich glaube, die schwarze Pädagogik ist im Wesentlichen basiert hier auf den Grundsätzen Härte. Ja, keine Widerworte und solche Sachen. Mhm. Das war die Endzeit, als ich dann das Licht der Welt erblickte. Das Rezo-Video, ich entschuldige mich für diese Maßregelung, es sollte keine Maßregelung sein. Das Rezo-Video in der Tat, das, jetzt bin ich selber irgendwie ein bisschen aus dem Tritt, weil ich dich gemaßregelt habe. Ja, du hast da auch einfach, ich kann das auch verstehen. Ich finde es jetzt leider nicht, wie viele Stunden das insgesamt geguckt wurde. Und wir erinnern uns, dass es besonders beachtlich deshalb auch war, weil eine Reaktion komplett ausgeblieben ist. Also von der CDU jetzt. Seitens der CDU. Es hieß, hatte den Titel Die Zerstörung der CDU. Rezo lässt sich... Rund eine Stunde. 55 Minuten. Rund 55 Minuten aus über die Unmöglichkeit dieser Partei und was sie alles für Mist machen. Dieses Video hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Und hat es zu einem eigenen Wikipedia-Artikel geschafft. Und getreu dem Motto, man kann nicht nicht kommunizieren, hat die CDU dadurch reagiert, dass sie gar nichts gemacht hat. Gar nichts. Hier der außer, dass Philipp Amthor ein Antwortvideo gemacht haben soll, von dem aber nur bekannt ist, dass es begonnen haben sollte mit, ich glaube... Hallo Rezo. Hey Rezo, alter Zerstörer. Ja. Und das hat Philipp Amthor, MdB, preisgegeben. Also das ist das Einzige, was man da weiß. Und eine völlige Nichtreaktion unter der Ägide der Parteivorsitzenden Frau Annegret Kramp-Karrenbauer aus Püttlingen. Ja, die Pikanterie an der Stelle ist ja die, dass dieses Video... deswegen nicht veröffentlicht worden sein soll, weil der Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, wohl irgendwie der Meinung war, dass das ja nicht cool sei, wenn quasi
also am Ende des Tages ging es darum, dass er es nicht geil fand, dass er nicht das Antwortvideo gemacht hat. Und dann wurde aber ein Grund ausgedacht, warum der Philipp Amthor sein Video nicht veröffentlichen darf. Und dieses Amthor-Video, da war dann irgendwie die Begründung, ja, das ging ja nicht, dass quasi dann ein einfaches Mitglied der Bundestagsfraktion darauf antwortet, wenn die CDU als Ganzes angegriffen worden sei. Also das war alles so ein bisschen... quatschig, aber gut, so ist das halt. Dieses Rezo-Video ist 55 Minuten lang und wurde bis jetzt 16 Millionen Mal aufgerufen. Ich kann das jetzt mal kurz... Ja, also im Grunde genommen 16 Millionen Stunden kann man das schon sagen, dass das 16 Millionen Stunden wahrscheinlich so geguckt wurde. Was voraussetzen würde, dass es jeder ganz geschaut hat. Ne? Ja... Aber wenn man das jetzt mal einfach durch 24 teilt, dann sind das 1.666 Tage. Das nochmal durch 365 geteilt, bist du bei deinen fast 1.000 Jahren. Also ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, dass es irgendwie insgesamt so ungefähr 700 Jahre 700 waren. Jahre lang Rezo-Video geschaut. Ja, also wenn, genau, also das Video wurde so oft geguckt, dass es insgesamt, die Sehzeit sind so ungefähr 700 Jahre. Ich finde es jetzt eine interessante nicht. Kategorie. Das bedeutet, wenn eine Person im Jahre 1300 angefangen hätte, es zu gucken, wäre sie im Jahr 2000 ungefähr fertig gewesen. Ja, ja, da kann man sich auch mal, das ist eigentlich mal was anderes als diese doofen Quoten, ne? Dass du mal sagst, wie viele Jahre wurde die Tagesschau heute eigentlich angeschaut? Ja, aber das ist ja tatsächlich auch eine Metrik, die es ja in diesen ganzen Video-Streaming-Dingsies, die es ja schon gibt. Also, dass du dann auch Sehzeit im Verhältnis zu Leuten, die es angeklickt haben und so. Ah. Ja, haben wir wieder was gelernt. Ja, haben wir was gelernt. Ne? Ich merke, ich befasse mich so, wir sind uns einig. Wir sind uns einig, das Ibiza-Video, ja, das ist einfach scharf. Das ist scharf. Ja, das ist scharf. Ja. Ich weiß noch, dass das auf jeden Fall das Video ist. Video des Jahres, also mit immerhin zwei Kandidaten. Ja. Ich bin nicht sicher, dass die Kategorie im nächsten Jahr wieder besetzt werden kann, aber dieses Jahr sehr starke zwei Beiträge in der Kategorie schon, Video des Jahres. Ich denke schon, dass es auch im nächsten Jahr wieder den Versuch geben wird, irgend so ein Video. Weil ich meine, das ist ja total... Auch im nächsten Jahr wird AKK im Karneval als Putzfrau Unigunde auftreten. Genau, wird sie als Putzfrau auftreten und transgenderfeindliche Witze machen. Ja. Witze ist das falsche Wort, sondern transgenderfeindliche Aussagen machen... von denen sie behauptet, dass sie Witze sind. Das ist, glaube ich, ein Phänomen des Jahres 2019. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so eine eigene Kategorie ist. Aber mach sie auch, weil schlechter Humor. Ja, schlechter Humor. Also wir hatten ja auch über Rechte oder konservative Leute gesprochen. Schlechtester Witz, dass es da keine sogenannte Ambiguitätstoleranz gibt. Also man ist nicht in der Lage, Widersprüche zuzulassen. Und es gibt so eine gewisse Humorbefreiheit, ja. Also auch nicht das Verstehen von zum Beispiel Ironie oder Sarkasmus, feinen Nuancen. Und dass also die einzige Möglichkeit, dort vermeintlich einen Witz zu machen, ist, sich über andere Leute zu erheben, ist ja auch etwas, was wir bei Dieter Nuhr sehen. Und ich glaube, das Phänomen ist, dass man also in diesen ganzen komischen Debatten, die es dieses Jahr gab, rund um diese komischen Personen, die dann so komische Sprüche machen, also sich so zwei Lager auftun. Und zwar das eine Lager, das sagt, Moment mal, das war noch nicht mal ein Witz, das war einfach ein bescheuerter Spruch. Man kann nicht sich transfeindlich äußern auf einer Veranstaltung, insbesondere wenn es dann irgendwie um Karneval geht, das ja eher traditionell eine, sag ich mal, auch Institution war. Von oben, wo man von oben nach unten dreht. Genau, wo man die Mächtigen kritisieren konnte, ohne dafür direkt auf dem Scheiterhaufen zu landen oder so, ja. Und das ist alles, da wird viel vermischt, ne? Also auch Julia Klöckner, unsere Bundesagrarministerin, die ja... Frau Nestlé, die viel... Das wäre eigentlich auch noch... Das Nestle-Video wäre eigentlich auch noch ein
ein harter Contender gewesen für das Video des Jahres. Aber es hätte es, hätte es nicht Ibiza geschafft. Gegen Ibiza keine Chance. Aber auf jeden Fall, die twitterte ja jetzt vor kurzem auch, weil sie da irgendwie den Jahresrückblick mit Dieter Nuhr im Fernsehen gesehen hat. Wahrscheinlich auf die köstlich auf die Schenkel amüsiert. Geklopft, ja, sie hat sich ganz hart auf die Schenkel geklopft. Ich zitiere das gerne. Ich musste davon einen Screenshot machen, weil ich es dann doch eher schwierig fand. Ja? Der gute Lars Weißbrot von der Zeit hatte mir das in die Timeline getwittert. Sie twitterte, herrlich witzig, intelligenter Humor, auch wenn es vielen nicht passt, ich finde ihn gut. Dieter Nuhr gerade im Ersten. Ne? Darauf, was ich dann einfach gescreenshottet hatte und schrieb, ne, wenn Julia Klöckner so edgy ist, dass sie von Lars Weißbrot retweetet wird, worauf sie dann antworten müsste, edgy, große Sache. Ich glaube, ihr ging es darum, dass ich nicht in der Lage bin, die deutsche Rechtschreibung zu beherrschen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mit edgy meine ich natürlich so eine Form von, man will irgendwie so drüber und unangepasst sein, ja, aber macht das halt, indem man einfach irgendwie die komplett falschen Sachen gut findet, ja, also indem man halt einfach, weiß ich nicht, man möchte so besonders krass sein und findet deswegen dann halt Dieter Nuhr auf einmal gut. Hier der Dings, Christian Lindner, twitterte oder Instagrammte, ich glaube, es war sein Instagram-Story, schrieb dann auch, weil er da live war bei irgendeinem Dieter Nuhr-Auftritt, jetzt bei Mr. Meinungsfreiheit und so. Ne? Wer hat das gesagt? Christian Lindner. Ach Gott. Christian Lindner nennt Dieter Nuhr in seiner Instagram-Story Mr. Meinungsfreiheit. Und das ist ein, ich weiß gar nicht, was, wie man das jetzt des Jahres nennen soll, aber das ist auf jeden Fall ein Phänomen, also wo ich so ein bisschen ratlos zurückbleibe, weil ich meine, die Meinungsäußerungsfreiheit, das war ja auch eine Debatte in diesem Jahr, die über uns erging. Und da wurde im Grunde genommen alles, was... Das ist jetzt so ein bisschen wie Jeopardy, ne? Man hat irgendwie eine Sache und sucht sich dann eine Kategorie, aber das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Meinungsfreiheit, was ja. ist das? Nee, also ich habe dieses Dieter Nuhr-Phänomen, also dass man, ja... Also es scheint auf jeden Fall eine Gegenbewegung zum Beispiel zu... Jetzt weiß ich nicht, Fridays for Future, Greta Thunberg, Menschen, die sagen, wir wollen auch im Jahre 2100 noch auf diesem Planeten leben können und so, zu geben. Und das sieht dann aus, indem man also so eine vollkommene Abwesenheit von Humor, zum Beispiel jetzt durch Dieter Nuhr, über den hatten wir ja auch in der letzten oder vorletzten Folge geredet, Dieter Nuhr ist, denke ich, da ein wirklich das idealtypische Beispiel für den Menschen, der sich für einen Satiriker hält, aber durch eine vollkommene Abwesenheit von Humor, Feinsinnigkeit, Beobachtungsgabe auszeichnet, ja, und dann aber behauptet, er würde sich jetzt der Mittel der Satire bedienen, um da irgendwelche Dinge zu kritisieren. Und alles, was er eigentlich macht, ist, okay, Boomer wäre ja vielleicht dann auch Hashtag des Jahres, ja, dass er sich so Babyboomer-mäßig da so hinstellt und einfach so sagt, so, ja, diese jungen Leute, die sind ja alle irgendwie total doof. Ha, 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 ich habe das lustig gemeint. Ja. Und das wird dann also gut gefunden von Leuten wie Julia Klöckner, Christian Lindner oder so. Also Dieter Nuhr als so eine Art so kulturelle, wenn man das so nennen möchte, so eine Chiffre. Ja, über deine Dieter Nuhr Jüngerschaft identifizierst du dich gegenüber Gleichgesinnten. Ja, also sehr interessant. Also ich meine, er ist ja auch, also wir nennen die Kategorie, was hältst du von Humorlosigkeit des Jahres? Ja, Humorlosigkeit. Weil Scherz müsste man so deutliche Anführungsstriche setzen, also Humorlosigkeit des Jahres. Ich glaube, dass also das Phänomen dieses nennen wir es mal vereinfachend rechten Humors, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass er mindestens eine Ebene, eine Dimension weniger hat als guter Humor.
Das heißt, es ist nicht, es geht nicht auf diese Metaebene, zum Beispiel der Selbstironie oder die Ebene überhaupt nur der Ironie, sondern es ist eine ganz direkte Form ohne Zwischenebene. Das heißt, man ballert direkt auf eine Sache zu. Das ist, glaube ich, also ohne Umweg haut Dieter Nuhr auf Greta Thunberg ein. Genau. Ohne Umweg haut Frau Kramp-Karrenbauer auf Transgender-Menschen ein. Ja. Das hat also nicht nochmal diesen Schlenker, dass man zum Beispiel sagt, ich sag's so, aber ich meine es anders, landläufig als Ironie bekannt. Oder ich hau jemanden in die Pfanne, drücke aber meine Wertschätzung dadurch aus. Ja. Oder ich habe noch ein Ziel darüber hinaus oder ich verarbeite damit den Umstand, dass die Welt irgendwie doch schwieriger ist, als man durch Ja, Nein, Schwarz und Weiß ausdrücken kann. Ja. Das heißt also, die Humorlosigkeit des Jahres, die Kandidaten, Aussage von Dieter Nuhr und Annegret Kramp-Karrenbauer, diese Kandidaten haben dieselben Wesensmerkmale, dass sie eben gerade keine Ambiguität zulassen und gleichzeitig auch sich durch Bösartigkeit auszeichnen. Nicht durch die Gutartigkeit, die es hat, wenn man jemandem irgendwelche Unzulänglichkeiten vorwirft, wobei man diesen Vorwurf, dieses durch den Kakao ziehen, dadurch anreichert, dass man die vielleicht auch selber hat und das zum Ausdruck bringt. Wobei Bösartigkeit für mich tatsächlich jetzt noch nicht mal eine Kategorie wäre, weil wenn du dir zum Beispiel Jan Böhmermanns dieses Erdogan-Gedicht, was er da gemacht hat, das war ja jetzt mal so auf der ersten Ebene tatsächlich also einfach bösartig und gemein, was er da gemacht hat, aber er hat sich da eben nicht an, weiß ich nicht, einer 16- oder 17-jährigen Klimaaktivistin abgearbeitet, sondern er hat sich eben an einem Staatspräsidenten abgearbeitet, der, und das haben ja schon viele Leute wieder vergessen, mit Medienrechtlern, Medienanwälten gegen Berichterstattung vorgegangen ist und jetzt dann einfach mal die Grenzen des Sagbaren dort austesten wollte und deswegen kam da ein Gesamtkunstwerk raus. Wohingegen der Humor eines Dieter Nuhrs und einer Annegret Kramp-Karrenbauer darin zu bestehen scheint, eben auf dem Schulhof irgendwie in der Raucherecke zu stehen, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, die Person sieht aber doof aus. Haha, guck mal, was der für Hosen anhat. Ja. Das sieht ja scheiße aus. Und das ist tatsächlich einfach nur... Also es hat keine Metaebene und... es ist auch, man lernt dabei auch nichts. Man lernt dabei nichts und es bedarf keines Mutes. Es bedarf in heutiger Gesellschaft und wenn man seine eigenen potenziellen CDU-Wähler in den Fokus nimmt, bedarf es keines Mutes, gegen Transgender zu sein. Das ist einfach billig. Also billig im Sinne von, also wenn man sich mit Erdogan anlegt, das selbst hatte für den Jan Böhmermann ernsthafte Konsequenzen. Von Deutschland aus ist. Und so, ja. Genau. Und selbst wenn es von Deutschland aus ist und nicht, ich meine, aus Ankara wäre noch mehr Mut gewesen. Ja. Aber dann zeigt es jedenfalls Mut. Und was keinen Mut hat, was nicht gerade mutig ist, ist es, wie gesagt, sich mit Minderheiten, über Minderheiten zu erheben. Die Merkmale des rechten Humors, eben in der Tat diese Schulhof-Ironie, danke Merkel. Ja. Boah, was ein abstraktes Ironieniveau, das ist einfach, also reine Ironie, ne? Dass du sagst, das ist ja toll. Und dann findest du das schon witzig, weil das in Wirklichkeit willst du sagen, ist nicht toll. Und und die geringe Ambiguitätstoleranz, das bringt Annegret Kramp-Karrenbauer und Dieter Nuhr hier in das Rennen um die Humorlosigkeit des Jahres. Ich finde, wir können das ganz gut auflösen. Und eben da dann auch der von dir gebrachte Bezug zur sogenannten Debatte um Meinungsfreiheit, die ja in der Kategorie Scheindebatte des Jahres gewinnt. Das ist auf jeden Fall Scheindebatte des Jahres. Das ist genau dieser Formenkreis und
in der dann versucht wird, Dieter Nuhr als, wie drückt es Christian Lindner aus? Mr. Meinungsfreiheit. Also erstmal ist Meinungsfreiheit schon Unsinn da, wo es darum geht, dass einer Meinung einfach nur eine andere mit gewisser Vehemenz entgegengesetzt wird. Da ist die Meinungsfreiheit nicht, fett und unterstrichen, nicht in Gefahr. Wenn man Schwachsinn erzählt und jemand sagt, das ist Schwachsinn, machen beide von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch. Ja. Und es ist gerade ein Zeichen funktionierender Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist dann, wenn der Staat versucht, Meinungen einzuschränken oder der Einschränkung von Meinungen, die systematisch durch andere betrieben wird, keinen Einhalt gebietet. Das ist Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und das ist eine ganz perfide, bösartige Kombination. Schlechte Witze, bösartige Behauptungen über andere als Ausdruck der Meinungsfreiheit zu verstehen und allen anderen einen Angriff auf die Meinungsfreiheit zu attestieren, wenn sie sich in Wirklichkeit ausschließlich gegen absurde, unschöne, hässliche Meinungen wenden. Ja. So, deshalb Schein Debatte des Jahres, Meinungsfreiheit. So, und ich würde einfach sagen, Annegret Kramp-Karrenbauer kriegt den Preis für die Humorlosigkeit des Jahres oder den schlechtesten sogenannten Witz des Jahres und Dieter Nuhr bekommt von uns einen Preis für sein Lebenswerk. Einfach so außerhalb der Reihe verliehen für den, weiß ich nicht, wie man das nennen möchte, aber für die humorloseste Person, die von sich behauptet, Satiriker zu sein. Weil, und das ist halt das, also ich meine, die Özlem Topçu, mit der wir dieses Jahr auch gepodcastet haben, die hat ja gestern auch nochmal auf Twitter irgendwie gefragt, so sinngemäß, ob es denn nicht einfach möglich wäre, den Dieter Nuhr zu ignorieren. Oder sie fragt sich, ob es irgendeine Person in Deutschland gäbe, die keine Meinung zu Dieter Nuhr hat. Und du hast das gerade schön nochmal auf den Punkt gebracht, als du sagtest, das ist ja alles irgendwie so perfide. Ne? Also diese ganze Masche. Und das ist auch das Schlimme an Dieter Nuhr oder das, was mich daran so aufregt. Das ist aber auch ein Phänomenkreis, den wir in diesem Jahr häufig beobachtet haben. Es gibt halt einfach so viele Dinge, über die würde ich gerne gar nicht reden und die würde ich gerne einfach komplett ignorieren. Und es geht aber einfach nicht, weil sie etwas zum Beispiel damit zu tun haben, dass wir in den letzten Jahren einen Shift erlebt haben in der Berichterstattung, dieses Both-Sidism, ja, dieses falsche Balance, ja, dass man immer der Meinung ist, egal was gesagt wird, man müsste dem jetzt noch irgendetwas gegenüberstellen, das auch anderer Meinung ist. Ja? Also weiß ich nicht, du hast irgendwie, alle Klimaforscherinnen und Klimaforscher sind sich einig, dass die vom Menschen verursachte Klimakatastrophe vor der Tür steht und dass, wenn wir nicht bald was machen, wir alle sterben. Ja? Und dann hast du aber doch noch mal irgendeinen Vollsprallo, der dann sagen darf, ja, nö, es könnte aber auch alles an der Sonneneinstrahlung liegen oder irgendwie so. Was komplett falsch ist. Und das ist wirklich schwierig, weil eigentlich würde ich auch gerne so jemanden wie den Dieter Nuhr einfach komplett ignorieren. Aber es ist tatsächlich wie so ein Typ, ja, der im Restaurant aufsteht und die ganze Zeit Penis brüllt, ja. Und der Wirt greift halt einfach nicht ein. Das ist genau das Problem dieser Social-Media-Plattform, dass, wo du früher in der Gesellschaft noch, sag ich mal, einfach in öffentlichen Debatten durch sozialen Druck einfach reguliert wurde, was gesagt werden kann und was nicht mehr gesagt werden kann, ja, und das eben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hatte, sondern es einfach Themen gibt, über die man nicht spricht. Ne? Also wir sagen ja auch nicht so, oh ja, wir müssen unbedingt mal darüber reden, wir brauchen mal eine ergebnisoffene Debatte darüber, ob Sex mit Kindern nicht vielleicht eine tolle Idee ist oder Kannibalismus oder irgendwie so. Ja? Weil sagen alle Leute, nein, das ist Quatsch, das hatten wir geklärt, da haben wir uns geeinigt, das ist nicht mehr so. Und ganz viele Sachen, die früher... Aus Gründen, ja. Also begründet, nicht weil Jesus Christus uns gesagt hat, esst keine Menschen, sondern... Genau, und damit bist du so in der Tat am Kern, ja, dieser Thematik, denke ich, man kann und darf und sollte und darf es nicht ignorieren einfach, sondern muss sich gedanklich in Worten und Taten, ja,
dagegen wenden, wenn jemand so in die Richtung der Menschenverachtung abgleitet, wie es Dieter Nuhr und Frau Kramp-Karrenbauer getan haben, dann muss man dagegen sich wenden, nicht aus irgendwelchem moralischen Anspruch, sondern weil das sehr, sehr gefährlich ist, weil das, was du sagst, ist einfach das berühmte Overtone-Window dessen, was man sagen darf, einfach die Maßstäbe versucht zu verschieben. Ja. Und das auch noch unter Berufung auf Freiheit, was es besonders schlimm macht. Ja. Und es wird versucht, es zu verschieben. Es wird versucht, die Uhr zurückzudrehen. Es wird versucht, zurück in die Zeit zu kommen, in denen man Kinder oder Jugendliche, Klammer auf, Dieter Nuhr, kloppt auf Greta Thunberg ein, Klammer zu, oder Minderheiten, Klammer auf, Frau Kramp-Karrenbauer kloppt auf Transgender-Leute ein, Klammer zu. Also versucht zurückzugehen in die Zeit, in der man das noch durfte. In der der Herrenwitz eine allgemein akzeptierte... Der Locker-Room-Talk akzeptiert war, in dem man Kindern noch sagen durfte, keine Widerworte, du kleiner Schwachmat. Und in denen man sich eben herrenwitzartig noch darüber äußern durfte, wenn ein Mann im Kino geweint hat. Ja, und das ist also sehr schade. Und das wird, denke ich, im Jahr 2020 eher schlimmer als besser werden, weil ich nicht die Bereitschaft sehe von zum Beispiel so Menschen wie Dieter Nuhr. Ja. Einfach mal ein paar Gänge zurückzuschalten. Das ist auch das Traurige in diesen Zeiten, dass also tatsächlich so dieses obertrollige Verhalten tatsächlich zum Geschäftsmodell geworden ist. Und ich finde es tatsächlich auch schade und auch ein bisschen traurig und auch ein bisschen schlimm, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann solchen Menschen wie Dieter Nuhr eine Bühne gibt und sie natürlich in einer gewissen Art und Weise auch legitimiert. Aber dann ist das nun mal so. Ja, ich glaube, die Stimmung gibt es her, dass wir zu den Verstorbenen des Jahres kommen. Mir ist aber noch eine ganz gute Kategorie eingefallen. Können wir die dann auch noch machen? Oder sicher. Ich hätte noch PR-Desaster des Jahres. Da sind mir jetzt zwei Sachen eingefallen. Das ist bei Humorlosigkeit natürlich auch ganz gut aufgehoben. Jetzt wollen wir erst über die Verstorbenen des Jahres reden. Nein, jetzt müssen wir über das PR-Desaster des Jahres reden. Wir können gerne über PR-Desaster des Jahres reden. Und zwar habe ich da zwei PR-Desaster des Jahres zur Auswahl. Ich bin mir nicht sicher, welcher Abfuck größer ist. Also das erste PR-Desaster des Jahres war Verena Balsen, die Balsen-Erbin brachte Twitter-Nutzer gegen sich auf. Und zwar, das fängt schon so gut an, der Artikel hier in der Süddeutschen Zeitung. Start-up-Gründerin Verena Balsen hält ein Viertel des Keksunternehmens. Sie gibt sich als stolze Kapitalistin, sagt, sie wolle eine Yacht kaufen. Twitter-Nutzer haben sie daran erinnert, dass ihr geerbter Reichtum auf Zwangsarbeit in den Zeiten des Nationalsozialismus gründet. Man habe die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen, sagt Balsen und sorgt damit bei Twitter-Nutzern für noch mehr Empörung. Ja, diese Zusammenfassung zu Beginn des Artikels von Katharina Kutsche auf sz.de vom 13. Mai 2019 fasst es eigentlich total gut zusammen. Witzigerweise auch ausgelöst durch diese Äußerung von Kevin Kühnert. Man müsse ja mal Sachen vergesellschaften. So, die gute Verena Balsen, muss man dazu sagen, dass sie von sich einige halt so Stockfotos hat machen lassen von der dpa, die, wie ich finde, natürlich sich in diesem Startup-Kontext total gut eignen, aber in dem Kontext, in dem es dann in diesen Artikeln geht, ist wirklich sehr schwierig macht, sie sympathisch zu finden, weil sie dann immer so grinst wie ein, ich glaube, Honigkuchenpferd ist der Fachausdruck. Das Lustige an diesem ganzen PR-Desaster ist halt, also Verena Balsen, die in meinen Augen aufgrund ihres geerbten Reichtums, für den sie jetzt aber auch natürlich nichts kann, aber gleichzeitig sich natürlich darüber im Klaren sein sollte, dass nicht jeder Mensch einen goldenen Keks im Mund geboren wird. Verena Balsen äußert sich also zunächst sehr unreflektiert.
wenn sie sagt, dass sie gerne Kapitalistin ist und auf ihre Dividende steht und sich eine Yacht und so kaufen und alles. Möchte und alles. Das ist einfach schwierig. Wir haben hier wieder den Morbus Klatten, also dass der Gedanke, dass die ins wie heißt das nochmal, wenn man im gemachten Nest geboren wird, ja, mit dem goldenen Löffel mit dem Munde, ja, dass das dann irgendwas mit persönlicher oder eigener Leistung zu tun hätte. Bei solchen Menschen wäre einfach, von Politikern verlangt man das ja zum Beispiel auch. Von Politikerinnen und Politikern verlangt man Bescheidenheit. Ja? Man verlangt von ganz vielen Menschen Bescheidenheit. Und Verena Balsen, also etwas unreflektiert über den Reichtum, in den sie geboren worden ist. Und dann hat sie etwas halt tatsächlich gemacht, was man im Englischen Doubling Down nennt. Also sie tritt quasi nicht von ihrem Standpunkt zurück, sondern setzt noch einen drauf, indem sie also mit dem Vorwurf konfrontiert wird, aber Keksfabrikant hat sein Vermögen mit Dings gemacht, mit Zwangsarbeitern, und sie dann sagt, nö, den Zwangsarbeitern, denen ging es ja gar nicht so schlecht. Was natürlich auf ganz, ganz vielen Ebenen falsch ist. Wir haben darüber in diesem Podcast auch geredet. Ich muss es jetzt hier nicht nochmal in aller Ausführlichkeit erklären, aber es ist natürlich klar, dass dieses System von NS-Arbeitssklaven, ja, das ging halt einfach nicht. Und das muss einem eigentlich auch, das muss auch einer Verena Balsen klar sein, dass das nicht ging. Und selbst wenn die alle Zwangsarbeiter bei Balsen jeden Tag 1 Million Euro gekriegt hätten, wäre das noch immer nicht in Ordnung gewesen. Ja? Also es ist einfach nicht in Ordnung. Es ist schade und schwierig, dass man im Jahr 2019 erklären muss, dass Zwangsarbeit und Arbeitssklaven nicht in Ordnung sind. PR-Desaster Nummer 2? Nee, aber das Witzige ist ja, dass sich Verena Balsen dann total in die Nesseln reingesetzt hat, weil dann der Spiegel, glaube ich, war es, noch recherchiert hat, weil es dann ja immer so hieß, ja, aber mit dem NS-Regime hatten die Balsen-Brüder ja nichts zu tun. Und dann wurde recherchiert und recherchiert und zack, was kam raus? Beide in der NSDAP und die SS unterstützt. Ja, schade. Schade, schade, schade. Das hätte ihr Preis sein können. Also sie hat halt nicht nur mal punktuell einen wirklich sehr... Nicht einfach nur Quatsch. Nicht nur erzählt. Quatsch erzählt, der ein schlechtes Licht aufs Unternehmen geworfen hat, so vollkommen ohne Not, sondern das hat auch noch dazu geführt, dass noch mehr schlechtes Licht auf ihr Unternehmen geworfen worden ist. Wobei man sagen muss, mit der die Wahrheit tut halt manchmal einfach weh. Ne? Aber dass Verena Balsen also nicht um die Historie des Unternehmens, was sie mal später zu einem Viertel erben wird, dass sie um diese Historie nicht weiß und das dann auch noch alles relativiert, ziemlich schlimm. Dazu muss man sagen, ganz am Ende hat sie dann noch die Kurve gekriegt. Wahrscheinlich hat es ihr dann irgendjemand dann nochmal erklärt und dann hat sie sich dafür entschuldigt. Aber wenn ich mich richtig, wenn ich mich richtig erinnere, wieder mit so einer geilen Entschuldigung, so nach dem Motto, falls ich jemanden verletzt haben sollte, war es nicht meine Absicht. Ja, dann tut es mir echt ganz, ganz genau. Verena Balsen entschuldigt sich. Und das war so eine... Aber du kannst ja schon mal raten, während ich Verena Balsen raussuche, was ja, meiner Meinung nach das zweite PR-Desaster, das weitere PR... Ich versuche gerade, es ist schwierig. Ich glaube, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen. Ich weiß nur nicht mehr, worüber wir sprachen. Also nicht das eine, da können wir nicht drüber sprechen, aber das andere... es ist wahrscheinlich auch nicht so interessant, wenn ich mir beim Nachdenken zuzuhören. Doch, ist es. Aber ich habe den Satz gefunden, und zwar: Lass ihn raus. Als Nachfolgegeneration haben wir Verantwortung für unsere Geschichte. Ich entschuldige mich ausdrücklich bei allen, bei all denen, deren Gefühle ich verletzt habe. Ja. So. Und das ist halt wieder erstens. Klammer auf, du, wenn ihr so empfindlich seid. Ihr, Snowflake. So. Das haben wir hier schon 5000 Mal erklärt, aber
man bittet um Verzeihung oder man bittet um Entschuldigung. Ja? Es wird einem Pardon gewährt. Es ist nichts, was man selber machen kann. Ja? Wenn du jemanden beleidigst, dann musst du die Person, die du beleidigt hast, um Verzeihung bitten. Du kannst nicht sagen, Entschuldigung, es tut mir leid. Ja, das kannst du irgendwie sagen, damit kannst du irgendwie zum Ausdruck bringen, Mist, ja, dass es dir irgendwie leid tut. Das kann auch sein, dass es Situationen gibt, in denen es angebracht ist, es so zu formulieren. Aber wenn du so einen Major Abfuck machst wie die gute Verena Balsen hier, dann kannst du nicht sagen, ich entschuldige mich bei allen, deren Gefühle ich verletzt habe, weil es hier auch nicht um Gefühle ging. Es ging hier um historische Fakten und die Zwangsarbeiter, die Arbeitssklaven bei Balsen wurden nicht gut behandelt. Das kam ja dann auch noch in dieser Berichterstattung da irgendwie raus, wie dann da irgendwelche, weiß ich nicht, Gauleiter, SS-Heinis darüber geschrieben haben, wie es diesen Zwangsarbeitern dann dort ging und dann wurde daraus zitiert. Und also diese Geschichtsvergessenheit, ja, eine Profiteurin, das muss man mal in dieser Deutlichkeit einfach sagen, eine Profiteurin quasi in zweiter Generation durch das Unrecht des NS-Regimes, dass die, und da sind wir wieder bei dem schönen Wort, was ich auch bei Frau Klatten schon benutzt habe, dass sie die Chuzpe hat, sich da hinzustellen und irgendwie der Meinung ist, irgendwie eine Geschichtsstunde erteilen zu müssen oder darüber irgendwie zu fachsimpeln müssen, was mit dem Kapitalismus los ist, ja, hat eigentlich nur noch irgendwie der Satz gefehlt, so nach dem Motto, weiß ich nicht, hör auf, so nutzlos rumzusitzen, ihr Leute, erbt doch mal auch reich, so wie ich oder so. Ja, das also, ist schon einfach, eine Qualität, erben zu können. Aber ihr merkt, ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen. Das ist ein Thema, da könnte ich die ganze Zeit rein. Müssen wir den Affekt abbauen. Ja, so, der zweite EPR-Fuck ab ist, kannst du es dir jetzt denken? Es ist erst in der letzten Woche passiert. In der letzten Woche? Ja. Du hattest jetzt was anderes. Vielleicht haben wir noch einen Contester. Jetzt sag doch mal, was dir noch eingefallen ist. Gut. Weiterer PR-Abfuck. Heißer Contestor. Die Deutsche Bahn. Ja. Die Pressestelle der Deutschen Bahn. DB-Presse. Ja. Es begab sich zu der Zeit, dass die Klimaaktivistin Greta Thunberg, über die wir in diesem Podcast auch schon sehr viel geredet haben, wo es auch wirklich sehr interessant ist, sich nochmal die alten Folgen anzuhören, weil am Anfang habe ich mich auch so ein bisschen skeptisch geäußert und auch ein Stück weit lustig über sie gemacht, weil ich gesagt habe, so ja, jedes Jahr bei irgendeiner Klimakonferenz gibt es dann so eine 16-Jährige, die dann auch mal sagen darf, dass das irgendwie alles ganz schlimm ist und so. Da konnte ich nicht ahnen, dass sie so durch die Decke geht und so eine internationale. Nein, da muss ich einfach mal auch ganz ehrlich zugeben, ja, da lag ich in meiner Bewertung einfach falsch. Ja. Und ich freue mich aber auch, dass ich da in meiner Bewertung falsch lage, weil die gute Frau Thunberg ja einiges an Traktionen erzeugt jedenfalls hat für diese Klimabewegung und Klimagedanken. Also, PR-Abfuck. Ja, die gute Greta Thunberg fährt von Madrid mit dem Zoch nach Kiel oder so, um dann in die Fähre nach Dänemark oder Schweden einzusteigen. Ja? Vorher Klimatat fährt sie. Was? Ja. Und weil sie natürlich Greta Thunberg ist und nicht Susanne Klatten, fährt sie jetzt nicht mit dem Porsche Panzertruck 2000, sondern sie fährt mit dem Zoch. So, und dann postet sie ein Foto, das ich jetzt natürlich nicht. Das kennt aber jeder. Nicht nur das Foto kennt jeder, sondern auch diese Situation kennt jeder. Ja, die Situation kennt jeder. Und zwar der Zug ist vollkommen überfüllt und sie sitzt auf dem Boden mit ihrem Gepäck und ohne das in irgendeiner Form jetzt tatsächlich zu kritisieren, schreibt sie einfach on my way back home. In overcrowded trains in Germany. Genau, in overcrowded trains in Germany. So, und dann war die Deutsche Bahn also beleidigt und twitterte. Na, sie war nicht direkt beleidigt. Ja, sondern sie also war. Also nicht auf Anhieb. Ja, nee, warte mal. Nee, also ja, nicht okay, auf Anhieb. Ja. Zuerst schrieb sie so ein bisschen verunsichert servilen Tweet, in dem es hieß: Hallo Greta, wir arbeiten alle
ganz doll daran. Wir freuen uns, dass du in unseren Zügen fährst und arbeiten alle ganz doll daran, dass wir noch besser werden. So in dieser leicht servilen Art war der erste Tweet. Ja. Das hat aber offenbar nicht für Befriedigung gesorgt in der Kommunikationsabteilung im Twitter-Desk der Deutschen Bahn. Denn nach diesem etwas zuvorkommenden, was so ein bisschen in die Richtung geht, ach schade, das ist heute, wir freuen uns, dass du mit 100% Ökostrom unterwegs bist und arbeiten alle ständig daran, besser zu werden. So ungefähr war der. Ich hab zwei Tweets. Genau. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Tweet du dann noch rekurrierst. Das war der zeitlich erste, der. Ja, liebe Greta, danke, dass du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt. Wir haben uns gefreut, dass du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst und das mit 100% Ökostrom. Genau, das war so der erste. Genau, und dann kam der zweite Tweet. Noch schöner wäre es gewesen, wenn du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent du von unserem Team an deinem Sitzplatz in der ersten Klasse betreut wurdest. So, und das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen einfach krass und falsch. Und das hat deswegen, und das ist deswegen auch so ein lustiger PR-Abfuck für die Deutsche Bahn, weil das jetzt noch ein datenschutzrechtliches Nachspiel haben wird. Und zwar auf einer Ebene, die sich wahrscheinlich auch der Social-Media-Praktikant, als er das getwittert hat, nicht vorstellen konnte, nicht erträumt hat. Denn was sich rausstellte, ist, dass die tatsächlich dieses Presseteam irgendwie Zugriff auf die Reservierungsdaten hatten und dann halt gesucht hatten, wo hat denn die Greta Thunberg quasi reserviert, und dann haben sie wahrscheinlich auch noch Rücksprache gehalten mit dem Zugpersonal. Dann gab es wahnsinnig viel Berichterstattung darüber, das war richtig peinlich, weil man muss sich vor Augen führen, dieser Klimagipfel in Madrid ist vollkommen vor die Wand gefahren, ohne irgendwelche Ergebnisse. Und das, worüber berichtet wird, ist, ob Greta Thunberg jetzt in der ersten Klasse gefahren ist oder nicht. Greta Thunberg hat das dann ziemlich geil ein paar Stunden später abgefedert. Ich finde es jetzt nicht, weil Greta Thunberg leider sehr viel twittert, fast so viel wie ich. Und sie hat dann halt sinngemäß gesagt, ja, hier, no worries, in Basel ist unser Zug ausgewechselt worden. Wir hatten nicht den Zug, den wir eigentlich erwartet haben. Deswegen war der überfüllt und ich saß dann von Basel bis, I don't know, Göttingen oder so. Genau, our train from Basel was taken out of traffic, so we had to sit on the floor on two different trains. After Göttingen, I got a seat. This is no problem, of course, and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign, because it means elegant. The demand for train travel is high. Ausrufezeichen. So macht das natürlich ein Vollprofi. Man muss sich auch überlegen, Greta Thunberg ist im Moment, mal abgesehen davon, dass sie auch zur Time Person of the Year gewählt worden ist, Greta Thunberg. Das nimmt schon so ein bisschen eine große Kandidatin für die hiesige im weiteren Verlauf stehende Wahl zur Person des Jahres. Ja, ja. Also Greta Thunberg mit ihren 3,7 Millionen Followern im Vergleich zu den, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Follower hat die DB Pressestelle? Ja, DB Presse 47.100 Follower. Greta Thunberg, der so Leute folgen wie Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio, Barack Obama. Weißt du, die twittert aus der Deutschen Bahn. Wenn die Deutsche Bahn versucht hätte, das bei Greta Thunberg zu kaufen, hätte sie, ich weiß jetzt nicht, was man für sowas hätte bezahlen müssen, ich bin mir nur ziemlich sicher, dass die Deutsche Bahn das Geld dafür nicht gehabt hätte, dass Greta Thunberg Werbung für die Deutsche Bahn macht. Und es ist halt ein totaler PR-Supergau. Einmal diese passiv-aggressive Art, dann dieser ganze Umgang damit und dass es dann witzigerweise für die Deutsche Bahn wahrscheinlich noch ein juristisches, also oder zumindest ein datenschutzrechtliches Nachspiel haben wird. Die Maja Smolcek, die Datenschutzbeauftragte des Landes Berlins, die auch für die Deutsche Bahn zuständig ist, da die Deutsche Bahn ihren Sitz in Berlin hat, hat sich ja schon
äußerst irritiert gezeigt in der Berichterstattung und meinte, naja, da haben sich also mehrere Sachen angesammelt bei der Deutschen Bahn, nicht nur jetzt. Und da wird man jetzt mal das Gespräch suchen, um da mal ein paar Sachen abzuklären. Ja, Das bewirbt sich schon fast in der Kategorie Clusterfuck. Clusterfuck, ne? Also Greta Thunberg hat, um das mal zu verbildlichen, den Fußball bei abschüssigem Rasen auf den Elfmeterpunkt gelegt. Es gab Rückenwind, kein Torwart stand im Tor. Das Tor war noch größer als normalerweise von der FIFA vorgesehen. Und sie hatte drei Schüsse. Und die Deutsche Bahn hatte drei Schüsse und hat aber dabei mit drei Schüssen 6 Eigentore gemacht. Ungefähr das ist die Situation, die die Deutsche Bahn dort kommunikativ realisiert hat, um das mal so zu formulieren. Und scheint mir zumindest der PR-Super-GAU des Jahres zu sein. Und das Ganze eingebettet in den Umstand, dass es sich ja hier um ein Dienstleistungsunternehmen handelt, das um Kunden wirbt. Und das ist sozusagen, damit würde man, wenn man es rein chronologisch den Riesenabfuck erzählt, ja beginnen lassen. Und ein Unternehmen, das momentan jedenfalls von der gesellschaftlichen Strömung eigentlich total hip sein könnte, total oben auf der Welle schwimmen könnte, dafür sorgen könnte, dass endlich im Rahmen der Verkehrswende oder einem Umdenken in der Verkehrspolitik und in der Verkehrsgestaltung nicht nur überlegt wird, wie kriegen wir denn jetzt Fahrzeuge mit 350 PS, die bislang auf fossilen Energien fahren, wie kriegen wir denn solche Fahrzeuge, die 2 Tonnen wiegen, 350 PS haben, wie kriegen wir die jetzt mit Batterien betrieben, sondern nein, man könnte sagen, hey, wie wäre es denn mit Zug fahren? Und das ist ja das Setting, in dem das Ganze stattfindet. Und dann am Ende steht auch dieses, also schon peinlich unsympathische, dass man dann wäre noch schöner wäre es gewesen. Also ganz, ganz, ganz gravierend schlimm und also gastunfreundlich bei einem seitens eines Unternehmens, das ja die Gastfreundschaft zu ihrem Produkt machen, strukturell Gastfreundschaft als Produkt anbietet. Das sind ja Fahrgäste, wie der Name schon sagt. Und dann das so abzukoffern. Schlimme. Davon war ihr bekloppter Zug wieder mal ausgefallen. Diese passive Aggressivität an dieser Stelle ist tatsächlich außerordentlich schlimm, weil der Service der Deutschen gegenüber einer jungen, Profi, die muss sich natürlich gleichzeitig muss aber auch der Pressestelle der Deutschen Bahn bewusst sein, und das war es ihnen anscheinend nicht, dass sie mit ihrem Tweet mehr oder weniger bewusst den Eindruck erweckt haben, Greta Thunberg wäre auf ihrer ganzen Fahrt in Deutschland erste Klasse auf dem Sitzplatz gefahren. Ja, in dem Kontext dieses Bildes, in der heutigen Zeit, wie die Medienlandschaft funktioniert, ist natürlich klar, dass einer Greta Thunberg sofort unterstellt wird, sie hätte hier für irgendwie aus PR-Gründen so getan, als würde sie sitzen, obwohl sie eigentlich in der ersten Klasse sitzt. Sich mal kurz erhoben von ihrem bequemen, ist er auch nicht, aber von ihrem Sitz in der ersten Klasse, sich da hingesetzt, Foto gemacht. Wurde hingetragen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des tollen Service-Teams des ICE 74. Auf ein unsichtbares Kissen gebettet. Ja, und dann einmal kurz Foto-Op. Und das, finde ich, ist das eigentlich Unverantwortliche daran, also mal abgesehen, neben der datenschutzrechtlichen Implikation, neben der Passiv-Aggressivität, neben dem ins Klo greifen, aber dass sie auch hier den rechten bis extrem rechten Feinden von Greta Thunberg so ohne Not so eine Behauptung hinlegen, die eben den Eindruck erweckt, Greta Thunberg hätte hier irgendwas gefaked. Ja, ganz schlecht. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm auf vielen Ebenen. Und genauso wie bei dieser Kontrastnummer mit Saskia Esken wird auch hier natürlich immer irgendetwas hängen bleiben. Weil die fährt doch immer erste Klasse. Genau, die fährt doch immer erste Klasse. Und das Witzige an der Stelle ist, man muss auch einfach an der Stelle sagen,
so geil, du hast es schon erwähnt, so geil ist die erste Klasse in der Deutschen Bahn jetzt auch nicht. Ne? Also, mir fällt dazu jetzt auch noch ein, dass ich im September auf der Strecke Berlin-Hamburg eine Verspätung. Haben wir drüber geredet? Haben wir schon drüber geredet? Ja, aber es gibt eine neue Entwicklung. Ah, es gibt eine neue auf der Strecke Berlin-Hamburg eine Verspätung von knapp 5 Stunden oder sogar ein bisschen mehr hatte. Was technisch eigentlich unmöglich ist. Was technisch ohne Rückwärtsfahren schon wirklich sehr schwer zu erreichen ist. Ja. Sehr viel Stillstand war da. Und die Bahn greift dann zum Äußersten und teilt sogenannte Entschuldigungskarten aus. Ja. Diese Entschuldigungskarte, die füllt man aus, wirft sie, gibt sie zur Post. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Und da steht dann also schon drauf, hier Entschuldigungskarte, schicken Sie uns das mal. Dann werden wir uns erkenntlich zeigen. Also das, der Fairness halber muss man sagen, neben der Fahrpreisreduktion um 50%, wobei ich mir nicht klar war, dass das noch 50% sein soll, wenn man 5 Stunden zu spät in Hamburg ist. Aber jedenfalls, also diese Entschuldigungskarte, ich habe das auch aus Neugierde dann gemacht und husch husch, September, Oktober, November, Dezember, also September nicht mitgerechnet, es war nämlich Ende September, Oktober, November, Dezember. Knapp 3 Monate später kommt ein Brief, der so ganz okay formuliert ist. Und es liegt bei ein kleines Pappkistchen mit 6 Pralinen. Ja, das wollten sich entschuldigen. Das ist so. 3 Monate später haben die dann auf diese Entschuldigungskarte, die ich da hingeschickt habe, mit einem 6 Pralinchen geschickt. Man muss, das ist jetzt tatsächlich, liebe Leute, ich krass, kann oder? An dieser Stelle nur noch mal Werbung dafür machen, bezahlt uns mehr Geld, dann gibt es auch Video, denn das, was hier gerade in diesem Raum passiert, kann man über einen Podcast leider nicht gut abbilden. Ich bin tatsächlich... Mir fällt jetzt tatsächlich nicht mehr ein, was man... Ich möchte, vielleicht waren es auch 8 Pralinen, aber so ungefähr so groß wie ein Erstklässler-Federmännchen. Ja, der Witz ist doch einfach der, dass in dem Moment, in dem die dir einfach über PayPal oder deine Bankverbindung 10 Euro überwiesen hätten oder was diese komischen Pralinen da gekostet haben, jetzt sind dir die Pralinen halt innerhalb von 2 Wochen selber kaufen können. Diese 3 Monate. Nicht. 3 Monate. Das ist einfach absurd, frech. Ne? Das ist frech und dreist. Das muss man einfach mal an dieser Anstelle sagen. Das ist frech und auch absolut dreist. Kontraproduktiv. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, jetzt, Mensch, das haben sie sich aber wirklich, haben sich was einfallen lassen. Nee, nein, da gibst du irgendwie wenigstens, und zwar innerhalb von, sagen wir mal, 2 Wochen, reichst du da einen Reisegutschein aus, damit du dich davon überzeugen kannst, dass die Bahn doch gut ist. Oder irgendein Quatsch. Ich würde da halt vollkommen in die Vollen gehen und zum Beispiel sagen, Herr Dr. Wehner, weiß ich nicht, hast du eine Bahncard erste Klasse? Ja, ich habe auch eine Bahncard. Bahncard 50, erst, ne? Ja. So, ja, nicht dann wird 100. Man, dann wird man, so dann viel wird, fahre ich nicht. Ja, aber... Ist ja auch ein Statussymbol, ne? Aber man hätte zum Beispiel... So nötig habe ich es nicht. Zum Beispiel, wenn die dir gesagt hätten, sie kriegen von uns eine Bahncard 100, erste Klasse für einen Monat. Bums. Oder sie... Ja, nein. Und sie sagt das jetzt bewusst drüber, weil du in dem Moment, wo dir sowas passieren würde, natürlich jedem davon erzählen würdest. So erzählen wir nur jedem. So erzählen wir unseren zehntausenden Hörerinnen und Hörern davon, dass du 5 Stunden mit dem Zug irgendwo zwischen Hamburg und Berlin standest. Wir erzählen unseren Hörerinnen und Hörern, dass du dafür 50% des Fahrpreises, was glaube ich so 70 Euro gewesen sein dürften. Ja, nee, mit Bahncard kostet ja die Fahrt nur 70. Aber dann 35 habe ich für diese Fahrt, glaube ich, wiederbekommen. Ja, okay. Wow. 35 Euro. Jetzt muss man dazu sagen, du rufst als Anwalt einen Stundensatz ab. Na, den sagen wir nicht. Der deutlich höher ist als 35 Euro. Ja, das können wir verraten. So viel können wir sagen. Und dann kriegst du nach 3 Monaten einen Brief und so 6 bis 10 Pralinen. Ja. Die jetzt so von der Qualität her... Also wenn ich dran denke, mache ich mal ein Foto. Oder wenn die zu Hause nicht schon entsorgt worden sind. Ja, du musst mir... Versuch mal ein Foto zu schicken. Das binde ich in diesen Podcast mit ein. Das ist so geil. Da muss man einfach drüber reden. So, hätten die dir gesagt, hier, Herr Wehner,
Es tut uns furchtbar leid. Wir erlassen Ihnen für ein halbes Jahr die Kosten für Ihre Bahncard 50. Oder bei der nächsten Überweisung müssen Sie uns nur die Bahncard 50, erste Klasse, die kostet ja so 530, 570 Euro ungefähr. Das erlassen wir Ihnen die Hälfte oder so. Dann hätten wir allen Leuten davon erzählt und hätten gesagt, boah, wow, krass, die Deutsche Bahn. Und vor allen Dingen, das wäre ja dann das gewesen, was du dann den Leuten erzählt hättest. So bleibt einfach nur zurück. Die Deutsche Bahn ist leider, verhält sich leider genauso, wie man das von einem Monopolisten, der komplett runtergewirtschaftet worden ist in den letzten 10 bis 20 Jahren. Man muss ja hier auch sagen, diese Maßnahmen, die du geschildert hast, natürlich hätten die mich sehr, hätten die positive Gefühle ausgelöst und dazu geführt, dass ich positiv über die Bahn rede. Zu erwähnen ist natürlich noch die einfachste Alternativmaßnahme zu der Entschuldigungspralinentechnik. Da hätte man auch einfach gar nichts machen können. Das wäre deutlich, besser gewesen. Durch diesen Entschuldigungspralinen-Ding ist es ja noch schlimmer geworden. Man sieht auch, dass die Fahrpreisreduktion, anders als bei Fluggastrechten, wo man sich manchmal fragen kann, ob da nicht vielleicht ein bisschen sehr großzügig entschädigt wird. Fluggastrechte wird ja in der Tat bei Verspätungen, gibt es ja richtig da signifikantes Geld. EU-geregelt, Bahn nicht EU-geregelt. Jedenfalls, dass dieses Entschädigungssystem völlig unzureichend ist. Denn die Fahrt war natürlich, dadurch, dass sie zum Termin, dass ich erst 5 Stunden später zum Termin hätte erscheinen können. Ich glaube, es war so 18 Uhr, ich wollte um 18 Uhr da sein und bin um 23 Uhr da gewesen. Überraschenderweise war der Termin dann doch eher gelaufen. Und die Unzulänglichkeit der Entschädigungsregelung zeigt sich dann in dem Moment, in dem so eine Reise jeglichen Wert verliert. Da kannst du ja dann mit prozentualem Abschlag vom Fahrpreis auch nichts mehr machen. Abgesehen davon, wenn man geschäftlich unterwegs ist, befriedigt einen das nicht so, wenn man dann entweder 35 Euro weniger Betriebsausgaben hat oder wenn in einem Fall, in dem sowieso andere zahlen, dann andere 35 Euro weniger zahlen. Das ist so. Es ist halt einfach verlorene Zeit. Es ist halt für dich eine verlorene Zeit. Es ist ja auch nicht so, dass du dann sagst, oh, das ist jetzt so entspannend, hier 5 Stunden rumzusitzen. Das ist ja wie Urlaub. Es ist gleichzeitig aber auch nicht so geil, dass du sagst, oh, ich kann mich jetzt hier so gut in diesem Stahlkarton konzentrieren, dass ich jetzt hier 5 Stunden Vollgas arbeite oder so. Ja, ist ja auch ein sozialer Biotop, in dem man es dann noch mit Mitreisenden zu tun hat. Ja, das kommt auch erschwerend hinzu. Da gibt es ja dann auch den Typus, so, der endlich mal Publikum findet, und wer immer in einem stehenden Großraumwagen telefoniert hat, weiß, was gemeint ist, oder jemandem beim Telefonieren zugehört hat, der dann Publikum gefunden hat. Und indem er telefoniert, alle müssen zuhören und dann so vermeintlich originelle, so defätistische Äußerungen seinem Gesprächspartner, seiner Gesprächspartnerin in dieses Telefon spricht und dann sagt, ja, du weißt schon, die Bahn, mal gucken, ob wir morgen ankommen. Und das ist halt sehr schlimm, das ist sehr schwierig. Da wiederum zeigt sich, dass restriktive Waffengesetze wirklich eine gute Sache sind. Ja, das war jedenfalls die Pralinentechnik der Deutschen Bahn, auf die wir kamen. Sehr schön. Sehr schöne Kategorie. Aber ich glaube, PR-Desaster des Jahres, einigen wir uns darauf, dass die Deutsche Bahn vollkommen außer Konkurrenz gewonnen hat. Ja, absolut. Und das ist so. Verena Balsen trotzdem einen kleinen Ehrenpreis gewinnt. Ja, völlig richtig. Aber das ist so, als würde man Federico Fellini bei den Hofer Filmtagen antreten lassen. Okay, der Vergleich muss nicht sein. Kommen wir. Du wolltest noch über die Verstorbenen des Jahres. Die Verstorbenen des Jahres. Ich habe einen Kandidaten, bei dem man sagt, okay, so ist es halt, so ist das Leben, es geht zu Ende, hat uns viel gegeben. Und einen Kandidat, wo es wirklich krass ist. Kandidat 1, wo man sagt, gut, auch coole Menschen oder müssen mal von Erden gehen. Also auch Menschen, die uns Sätze gegeben haben, wie diese Heidi Klum, die ich nicht kenne. Ja. Claudia kennt sie auch nicht, die war nie in Paris, die kennen wir nicht. Nämlich Karl Lagerfeld, schon zu Beginn des vergangenen Jahres von uns gegangen.
hilft so ein bisschen in der zeitlichen Orientierung. Ich wusste gar nicht, auf Anhieb hätte ich nicht sagen können, ob das 2019 war, 18 oder 17, ja, hätte ich jetzt ob nicht sechs sagen Monate her ist oder 12. In diesem Jahr im Übrigen auch noch Niki Lauda, was mich, ja, so, ja, weiß ich nicht. Ja, aber ansonsten Verstorbener des Jahres. Verstorben ist insofern auch ein, könnte missverständlich sein, aber Walter Lübcke. Also, ja. Das ist eine Dimension, die der politische Mord, ja. Hätte man lange Zeit nicht gedacht, dass es das hier gibt. Den politischen Mord über Jahrzehnte, die keine politischen Morde gab. Die NSU-Morde sind in dem Sinne auch was anderes, aber schlimm genug. Die sind ja quasi auch erst seit kurzem bekannt. Ja. Und in dieser Reihe steht Walter Lübcke, der deshalb für mich der Verstorbene des Jahres ist. Wir müssen das, glaube ich, irgendwie trennen, weil also mir ist einmal aufgefallen, dass ich jetzt tatsächlich Menschen, die gestorben sind, gar nicht gegeneinander, also gar nicht miteinander vergleichen. Eine schwierige Kategorie. Weißt du, nein, nicht eine schwierige Kategorie. Ich finde, man sollte einfach, wir können da gerne darüber reden, wer dieses Jahr alles gestorben ist oder ums Leben gekommen ist. Ich finde es einfach nur schwierig, da dann irgendjemanden auszuwählen. Weißt du, Karl Lagerfeld hat der Welt viel gegeben als Modemensch, ja. Und Dr. Walter Lübcke war jemand, der einfach als CDU-Kommunalpolitiker, als Regierungspräsident in Kassel, wo man gar nicht so spricht, wie ich jetzt gerade gesprochen habe, einfach seinen Dienst verrichtet hat. Ja, Können wir uns ohne weiteres darauf einigen, dass das jetzt keine Wertungskategorie ist. Genau, so, und das ist der einzige Punkt, worum es mir ging. Ja, also Karl Lagerfeld tatsächlich sehr schade. Ich poste ja auch ganz häufig und sehr gerne auf Twitter so ein Foto von ihm, wo ich mich sehr gut wiederfinden kann, wo er in so einer Dokumentation über ihn, sagt er so, my thing is, I work more than others to show them how useless they are. Also mein Ding ist, dass ich einfach viel mehr arbeite als anderen, um ihnen zu zeigen, wie nutzlos sie sind. Ja, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Und ja, über den Mord, den politischen Mord an Walter Lübcke haben wir, glaube ich, sogar zwei Folgen dieses Jahr gemacht, weil es einfach in seiner Dimension, wie ich finde, tatsächlich noch sehr unfassbar einfach ist. Also, dass man sich vor Augen führen muss, dass Walter Lübcke vor tatsächlich 4 Jahren, 2015, auf einer Veranstaltung da in der Region Kassel, wo es also darum ging, dass jetzt eine Geflüchtetenunterkunft in der Region errichtet werden soll und Walter Lübcke dann das gemacht hat, was man ja heutzutage von den Politikerinnen und Politikern verlangt, nämlich man muss ja die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen, man muss sie alle mitnehmen. Also hat er eine Veranstaltung gemacht, wo er nochmal erklärte, was da passiert. So, und da waren auf dieser Veranstaltung waren halt Störerinnen und Störer aus der, rechten... Wem es nicht passt, der kann ja gehen. Genau, aus der rechten Szene, die ihn stundenlang provoziert haben. Und am Ende dieser Veranstaltung hat er halt gesagt, wem das nicht passt, der kann gehen. Und es ging, und dem voran ging also, dass er nochmal so sinngemäß gesagt hat, naja, das gehört aber zu unserem Kulturkreis einfach dazu, dass man hier Menschen in Not aufnimmt. Ne? So. Und dass sich dann also 4 Jahre später ein Rechtsextremist, ein der Polizei bekannter Rechtsextremist, dazu entscheidet, da hinzufahren, sich vorher eine Waffe zu besorgen, da hinzufahren und dann Walter Lübcke zu erschießen. Auf seiner Veranda, aus nächster Nähe, bleibt man auch immer ein bisschen sprachlos zurück. Ja. Insbesondere auch deswegen, weil, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich glaube, dieses Gefühl kennen auch andere Leute, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Dimension des rechtsextremen Terrors in Deutschland und in Europa in dieser Form von allen Leuten wahrgenommen wird, in dieser Form auch von der Politik als Problem identifiziert wird
Und ich so meine Zweifel daran habe, dass dort in der Form dagegen vorgegangen wird, dass man sich, weiß ich nicht, als Mensch, der auch in das Visier dieser Menschen kommen könnte, dass man sich da sicher fühlt. Ja. Das ist, das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass ich mich in privaten Zusammenhängen mit anderen Menschen vollkommen ruhig und sachlich darüber unterhalte, in welches Land wir denn flüchten müssen, wenn hier, weiß ich nicht, die Nazis wieder an die Macht kommen. Ja. Ja, das in einer gewissen Weise natürlich auch 2019 das Jahr des Rechtsterrorismus, der rechtsextremen Anschläge in Halle, an Yom Kippur auf die Synagoge, in Christchurch in Neuseeland. Ja, auch dieses Jahr. Ein rechtsextremer Amoklauf in einer Moschee, wo die Neuseeländerinnen und Neuseeländer aber zumindest so cool waren und gesagt haben, okay, wir verbieten jetzt alle Schnellfeuerwaffen und so. Ne? Ja. Diese vom Täter genutzte Assault Rifle 15 oder 18, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 15. Wurde mir dann erklärt, kann man ja auch hier in Deutschland besitzen, wenn man eine Waffenbesitzkarte hat. Ja, also das in diesem Sinne, um das auch nochmal deutlich zu sagen, war nicht das Ziel eine Wertigkeit, sondern eine besondere verstehen. Symbolik darin zu sehen. Das ist in der Tat die besondere Symbolik, die der Mord an Dr. Walter Lübcke hat, die besondere Tragweite angesichts vergleichbaren Handelns. In diesem Sinne ist mir auch noch, das ist sozusagen der Etikettenschwindel des Jahres, oder sagen wir mal, das ist fast, geht so ein bisschen in Richtung Unwort des Jahres. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte mal gucken, wie du reagierst, wenn man das Unwort des Jahres Willkommenskultur nennt, bezeichnet als Unwort des Jahres. Denn, also, du siehst, ich habe die Kategorie gewechselt. Ja. Und ich verstehe nicht, worauf ich du hinaus jetzt, willst. Ja, ich versuche es mal zu erklären. Und es war jetzt ja der sogenannte Fachkräftegipfel in der vergangenen Woche. Ja. Das, was als Teil des sogenannten Migrationspaketes war, auch das Fachkräftezuwanderungsgesetz verabschiedet worden. Und das zum Ziel hat, dem Fachkräftemangel hier, dem sogenannten Fachkräftemangel in Deutschland dadurch entgegenzuwirken, dass man Fachkräfte aus anderen Ländern anwirbt, sie dem dortigen Arbeitsmarkt entzieht, ganz spezifische Kriterien aufstellt, wo brauchen wir denn Leute jetzt hier in der Pflege, brauchen wir natürlich Leute, weil das hier ist ja so schlecht bezahlt, macht ja keiner, müssen wir uns woanders herholen. Jedenfalls diese Maßnahmen ergreift, Jens Spahn nach Mexiko fährt und da Pflegekräfte anwirbt. Und in dem Zusammenhang taucht auch immer wieder auf, ja, man bräuchte ja auch noch ein bisschen Willkommenskultur. Und was mich an dem Begriff sehr, sehr stört, ist, dass er er bezeichnet ein Phänomen, das völlig an der Oberfläche liegt, er richtet seinen Wunsch auf etwas völlig Oberflächliches und in Wahrheit müsste es einen tiefliegenden Wandel geben. Das heißt, es kommt nicht darauf an, die Willkommenskultur zu ändern, sondern tatsächlich ein Stadium zu erreichen, in dem man echte Willkommens, indem man sich wirklich öffnet, nicht nur die Kultur dazu. Ich vergleiche das mit dem Begriff, den ich irgendwann mal im Zusammenhang mit der Bewertung so mit so Autotests gelesen habe, wo es die Qualitätsanmutung gibt.
Ja. Du sagst, hier, Mensch, das Auto, super Qualitätsanmutung. Wo du sagst, jetzt ist mir völlig egal, es braucht Qualität, nicht Qualitätsanmutung. Ja. Man braucht eine Haltung, bei der Menschen willkommen sind und nicht eine Kultur, durch die man Menschen willkommen heißt. Ja, ich finde die Beobachtung sehr gut. Ich würde das noch ein bisschen drastischer formulieren. 2020 oder die nächsten 10 Jahre müssen das Jahrzehnt sein, in denen Deutschland politisch, gesellschaftlich, aber auch jeder Deutsche für sich und in seiner Gruppe, in der er sich so aufhält, mal wieder Kontakt mit der Realität aufnimmt. Und die Realität in Bezug auf Einwanderung, Migration und Zuwanderung ist, Deutschland ist, war es schon immer, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, dem Ende des Zweiten Weltkrieges, ein Einwanderungsland. Menschen, zu dem auch der Islam gehört. Zu dem, ja, das ist überhaupt keine, das ist auch überhaupt gar keine Kategorie. Wenn Leute, es ist überhaupt gar keine Kategorie, ob der Islam zu etwas gehört oder nicht, sondern diese Kategorie wird ja erst von Leuten aufgemacht, die überhaupt glauben, der könnte nicht dazu gehören. Genau. So, das ist ja, ich sage ja auch nicht, die Grünphase gehört zu Deutschland oder so, ja. Grüne Pfeil. Also ein Kontakt zur Realität, und diese Realität würde dann so aussehen, dass man sich einfach vor Augen führt, dass eben Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass wir in Deutschland einfach auf erstens Einwanderung angewiesen sind, damit nicht unsere ganzen, weiß ich nicht, gesellschaftlichen Sicherungssysteme kollabieren. Obendrein andere Menschen darauf angewiesen sind, zuwandern zu können, weil sie zum Beispiel da, wo sie bislang leben, nicht leben können. Ja, unter anderem dort nicht mehr leben können, weil wir im Moment vor dem größten Mars-Level-Extinction-Event seit dem Aussterben der Dinosaurier stehen. Übrigens vom Menschen verursacht. Anders als bei den Dinosauriern. Anders als die Dinosaurier, die konnten nichts dafür, dass dieser Meteorit auf die Erde geknallt ist. Will damit sagen, wer ignoriert, dass Menschen nach Europa flüchten, weil Europa trotz der globalen Erhitzung noch immer eine Region ist, die eher bewohnbar ist als zum Beispiel, weiß ich nicht, Syrien. Ja, oder Australien. Oder Australien, haben wir heute noch gar nicht drüber geredet. Wo jetzt die Flüchtlinge, aber anyway. Ja, aber da haben wir im Vorgespräch drüber geredet, aber in Australien, wo ja auch dieser vollkommene Euphemismus, also in Australien brennt der Urwald und die deutschen Medien nennen es Buschfeuer, weil die englischen Medien es Bush oder Bushfire nennen, weil the Bush oder the Bush, ja, so nennen die Locals da halt irgendwie ihren Urwald. Ja. Ja, der australische Busch. Aber der australische Busch ist ja im Deutschen kein stehender Begriff. Wenn du Busch... Ich glaube schon. Aber okay. Ja, es gibt ihn als Begriff. Aber ich habe einen sehr großen aktiven und passiven Wortschatz. Und beim Wort Buschfeuer denke ich an ein brennendes Gebüsch und nicht an einen brennenden australischen Busch. Ist aber auch egal. In Australien ist jetzt im Moment, wird von Tag zu Tag unbewohnbarer. Erstens, weil dort alles abfackelt, was so aussieht wie ein Gebüsch oder ein Baum. Und zweitens, weil dort Temperaturen erreicht werden, die in Australien noch nie gemessen worden sind, wofür es das euphemistische Wort Hitzerekord gibt. Aber wir waren eigentlich bei dem Ignorieren der Realität und dem Ignorieren, dass aus verschiedensten Gründen, warum auch immer, Menschen in dieses Land ziehen. Wer zum Beispiel sogenannte Gastarbeiter hierhin einlädt und die dann nach 30 Jahren feststellen, eigentlich ist Deutschland meine Heimat, sorgt halt dafür, dass die Familien dieser Gastarbeiter, dieser sogenannten, möglicherweise auch nachziehen. So. Und das sind halt alles so Dinge, mit denen muss sich irgendwie Deutschland auseinandersetzen, weil wenn sich Deutschland in den nächsten 10 Jahren nicht damit auseinandersetzt,
ja, werden die, sag ich mal, die Probleme, die durch die Realitätsverweigerung entstehen, immer größer. Ja, du drückst es, also du elaborierst diesen Gedanken in der Tat ganz in meinem Sinne weiter. Und das, was mich tatsächlich sehr umtreibt bis aufregt an dem Begriff Willkommenskultur, ist, wie unglaublich kurz er doch greift, wie unglaublich minimal, wie unglaublich nur auf die nächsten 10 Zentimeter gedacht wird, wenn man in Entfernungen von Hunderten und Tausenden Kilometern denken müsste. Man denkt an diesen wahnsinnig kurzfristigen Effekt. Wir wollen nicht wieder die Fehler der 50er, 60er, 70er Jahre machen, wo man die sogenannten Gastarbeiter hier nicht richtig integriert hat. Deshalb brauchen wir ein bisschen Willkommenskultur und schenken nicht nur jedem millionsten Mofa, der kommt, sondern wahrscheinlich jedem 20. bieten wir einen Sprachkurs an. Und das soll dann Willkommenskultur sein. Ja. Nein, es ist also das grundlegende Umdenken erforderlich, zu wissen, mit ein bisschen Willkommenskultur, ein paar bunte Fähnchen am Flughafen, machen das nicht aus, dass man in der Zukunft auch vernünftig positioniert ist in der Welt, also jetzt nicht wettbewerbsmäßig, sondern ein gutes Land ist, ein gutes Leben führt, ja. Sondern das muss unendlich viel weiter greifen. Und das wird, wenn man mal in diesen Kategorien denkt, Dinge, von denen man in 100 Jahren sagen würde, mein Gott, wie konnten die bloß, wenn es dann die Menschheit noch gibt, wie konnten die bloß, diese Ungeheuerlichkeiten, wie konnte man bloß über Jahrhunderte Frauen nicht wählen lassen, wird man auch sagen, wie konntet ihr bloß glauben, dass nur weil ihr jetzt in diesem einen Land geboren seid, zufällig da aufgewachsen seid, wie konntet ihr nur denken, dass da keiner hinkommen darf? Ja, dass ihr das bestimmen dürft, ihr es alleine bestimmen dürft, wer auf der Welt statt irgendwo in der brennenden, ausgetrockneten Sahara, Subsahara zu leben, aber nach Nürtingen gerne ziehen möchte. Wie konntet ihr euch vorstellen, dass ihr alleine, ihr, die ihr in Nürtingen wohnt, das regeln dürft? Das, was es da braucht, ist eben, und deshalb ist es so irreführend zu sagen, wir brauchen einfach mehr Willkommenskultur. Es ist ja auch deswegen gelogen, weil es ja gleichzeitig insbesondere konservative Politikerinnen und Politiker nicht müde werden, von Leuten, die hier nach Deutschland kommen, aus welchen Gründen auch immer, dann wieder lautstark und wortreich zu verlangen, dass es ja auch einen Willen geben müsse, sich zu integrieren. So, da ist dann die Willkommenskultur auf einmal wieder zweitrangig. Es ist, wie gesagt, auf ganz vielen Ebenen hat Deutschland und Europa in meinen Augen aber auch noch immer nicht verstanden, dass die Realität eben ein bisschen anders aussieht, als die Realität sich darstellte, weiß ich nicht, 1950, 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges oder so. Die Welt ist halt eben nicht mehr so aufgeteilt, wie das früher mal der Fall war. Und man sieht aber, finde ich, das wäre vielleicht ja so das überspannende Thema des Jahres gewesen, zumindest für mich, die Klimakatastrophe, die ja mittlerweile, das merkt man an diesem Podcast, in jeden Bereich, über den wir reden, reinstrahlt. Wir reden über Mobilität. Warum reden wir über Mobilität? Weil wir wissen, dass wir diese auf CO2 basierende Mobilität nicht mehr machen können. Wir reden über Energie. Warum reden wir über Energie? Weil wir wissen, dass die auf CO2 basierende Gewinnung von Energie nicht mehr funktionieren kann. Wir reden über Migration. Warum migrieren die Leute? Weil sich die Erde jetzt schon in einem Stadium befindet, wo die Temperatur über 1,5 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt ist und dadurch halt Regionen unbewohnbarer werden und sich dadurch entstehen Konflikte, dadurch entstehen Bevölkerungsbewegungen, dadurch entstehen Flüchtlinge, ja. 70 Millionen im Moment, wenn mich nicht alles täuscht, ja, also die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland einmal unterwegs, gerade auf der Welt aufgrund von Krisen und Konflikten. Die Klimakatastrophe ist da, auch zum Beispiel im schönen Bezirk Pankow. Der musste im Jahre 2018 370 roundabout Bäume fällen.
hat 4 Millionen Euro gekostet. Diese 4 Millionen Euro sind jetzt nicht dafür da, weiß ich nicht, Straßen auszubauen, Schulen auszubauen, sonst irgendwas. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat in seinem neuen Doppelhaushalt 50 Millionen Euro für die Rettung der Bäume bereitgestellt. Und der Wald in Berlin und Brandenburg ist in einem so schlechten Zustand, dass halt irgendwie jeder dritte Baum irgendwie schwer angeschlagen ist. Und wenn wir im nächsten Jahr wieder solche Temperaturen haben, die einfach viel zu hoch sind und wir dann in diesen Wäldern, die so Monokulturen sind, die Situation haben, dass es da zu Waldbränden kommt, kann das auch sein, dass der ganze Qualm aus Brandenburg dann hier so rüberzieht, wie er es in diesem Jahr getan hat, aber vielleicht noch ein bisschen mehr und es dann hier in Berlin ein bisschen mehr aussieht wie Sydney. Tja. Das ist alles nicht besonders schön und ich denke, das Thema Klimakatastrophe wird uns auch im nächsten Jahr begleiten. Und sich nicht, um es jetzt so rund zu machen, durch eine Anhebung der Willkommenskultur in nichts auflösen. Oder eine Senkung der Fahrpreise der Deutschen Bahn um 10%. Das ist ja das, was jetzt im nächsten Jahr passieren wird. Dann kostet die Reise nach Bonn und zurück erst in der zweiten Klasse ohne Bahncard nicht mehr 275 Euro, sondern nur noch 220 Euro. Oder so. Na, dann wirst du bestimmt ganz viele finden, die... Die steigen sofort alle um. Steigen sofort von den 110 Euro hin und zurück. Ich meine, vor allen Dingen die Perspektive, wenn irgendwas schief geht, bekomme ich eine Pralinenpackung von der Deutschen Bahn. Ich denke, das ist das, was es rund machen wird. Jetzt ist unser Jahresrückblick am Ende ein bisschen depressiv geworden. Aber wir leben ja auch in, wie der Chinese das sagen würde, interessanten Zeiten. Ich glaube, das Problem ist... Wir werden auch die Person des Jahres wählen. Ja, Greta Thunberg. Greta Thunberg, Person des Jahres. Ja. Wir hatten letztes Jahr aufgegliedert in Frau und Mann, hatten Mann aber nicht vergeben und machen in diesem Jahr einfach auch Person des Jahres. Barack Obama hat das ja vor kurzem sehr schön zusammengefasst und meinte, wenn man, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie genau der Zeitraum war, er hat gesagt, wenn man alle World Leaders, also alle Staatschefs der Welt durch Frauen austauschen würde und dann würde man schon nach einem halben Jahr irgendwie merken, dass die Frauen das alles irgendwie besser hinkriegen als die Männer. Und ich glaube, er hat da recht. Also über Jahrtausende antrainierte Machismo, das ist halt einfach ein Auslaufmodell, das funktioniert nicht mehr. Du kannst Politik nicht mehr mit deinem Penis machen. Das war schon die immer Hälfte irgendwie der Leute, sprich alle Frauen, einfach nicht beteiligen. Das geht auch nicht. Und, so wie wir das hier in unserem Podcast machen, wir sind ja mal mit dem hehren Ziel gestartet, hier mehr Frauen einzubinden. Dann habe ich aus Faulheit aufgehört, Frauen einzuladen in den Podcast. Das muss sich im nächsten Jahr ändern. Es ist aber wir enden mit der Wahl. Ja. Von Greta als Greta Thunberg. Greta Thunberg. Dr. H.C. Greta Thunberg. Sie hat einen Ehrendoktor an der belgischen Universität. Das ist ja sehr schön. Als Frau / Person des Jahres. Andi Scheuer hat sich selber zum Vollprofi des Jahres gewählt. War das letztes Jahr nicht auch Andi Scheuer? Nein, letztes Jahr war es Horst Seehofer. Ah ja, aber es geht wieder an die CSU. Weil es war ein... Der entweder auf Platz 2 oder wen wir noch in der Wahl hatten, war der Pegida-Hutmann. Der Pegida-Hutmann, er liegt. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das klären wir jetzt polizeilich. Und, ja, das, aber da muss man wirklich sagen, der Pegida-Hutmann war nicht das Problem, sondern die Polizei war das Problem. Insofern war es im letzten Jahr Horst Seehofer. Ja. In diesem Jahr hat Peter Altmaier noch in letzter Minute noch versucht, mit dem Kassenbon, als er dann sagt, bei diesem 3 Jahre alten Gesetz, 2 Monate vor in Kraft oder 3 Wochen vor in Kraft treten, sagt, er fände das nicht gut. Ja. Ja, Peter Altmaier ist jetzt nicht irgendwie Kommentator bei der Rheinischen Post, sondern Wirtschaftsminister. Okay. Und vor allen Dingen, der Witz ist ja, er kritisiert den Bundesfinanzminister Olaf Scholz dafür. Habe ich extra nochmal im Internet nachgeguckt. Wer war kommissarisch Bundesfinanzminister zwischen der Wahl Wolfgang Schäubles zum Präsidenten des Deutschen Bundestages und der neuen Regierungsbildung? Dreimal darfst du raten. Wer dürfte das? Nicht Andi Scheuer. Es war nicht Andi Scheuer. Er hätte es aber auch geschafft. Gut, dann wäre Deutschland jetzt aber bankrott. Nein, es war Peter...
Peter Altmaier. Peter Altmaier war Bundesfinanzminister. Also jedenfalls und die Kassenbon. Vor allen Dingen mit der Kassenbonpflicht, das ist deswegen so ärgerlich, weil es ja die Pflicht gibt, einen Bon anzubieten und es aber auch gleichzeitig die Möglichkeit gibt, die in diesem Gesetz oder dieser Richtlinie, was immer das auch genau ist, eingeräumt wird, dass der Bon elektronisch sein kann. Bedeutet, es reicht vollkommen aus, als Bäckerei, als Supermarkt, als was auch immer, zu fragen, möchten Sie den Bon elektronisch haben? Und wenn die Person dann ablehnt und sagt, nein, ich möchte den Bon bitte ausgedruckt haben, dann wird der Bon ausgedruckt. Am Ende des Tages geht es aber bei diesem Gesetz, darüber hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon geredet, ne? Man macht dann über die Italiener oder sonst irgendwelche anderen europäischen Länder so Witze, so von wegen, wie rückständig die sind. Das ist in vielen europäischen Ländern vollkommen gang und gäbe, dass du da einen Bon ungefragt auch bekommst, einfach deswegen, weil es dort große Probleme mit Schwarzarbeit und aber auch Steuerhinterziehung gibt. Und jedes Unternehmen, das dieses Gesetz, das seit Ende 2016 bereits in Kraft ist, bisher befolgt erlassen, hat, in Kraft tritt es. Erlassen ist, ja, aber das sind ja verschiedene Teile dieses Gesetzes. Will damit nur sagen, wer vorher schon alles ordentlich gemacht hat und keine Schwarzarbeit gemacht hat und keine Steuerhinterziehung gemacht hat, hat auch jetzt nichts zu befürchten. Das ist der Punkt. Ein weiterer Punkt ist die deprimierende Rückwärtsgewandtheit. Wenn man im Jahr 2019 für das Jahr 2020 eine Maßnahme beschließt, die in Papierzettelchen besteht. Und das finde ich das Deprimierende daran, dass der Schwerpunkt da nicht auf dem elektronischen Bon liegt, sondern der Schwerpunkt darauf liegt, dass jeder einen Kassenzettel bekommt, so wie es ihn schon in den 50er Jahren gab, als die Registrierkasse wahrscheinlich in Deutschland Einzug hielt. Ja, nun muss man sagen, dass das der Vorteil bei der 50er-Jahre-Kasse war, dass der Bon dann noch auf ganz normalem Papier gedruckt wurde, mit ganz normaler Tinte. Heute ist ja das Problem, dass das auf diesem Thermopapier gemacht wird. Dieses Thermopapier gar nicht mal so ungiftig ist und deswegen dann auch auf dem Sondermüll landen muss. Auch das noch, in der Tat. Wir wollen aber nicht vergessen, dass trotzdem der Vollprofi des Jahres Andreas Scheuer ist. In unser aller Herzen. This is how white dudes learn. Schön 560 Millionen Euro verballert, genau. Höchstwahrscheinlich. Das Ergebnis des Rechtsstreits schon mal vorwegnehmen. Wahrscheinlich wird es noch wesentlich mehr, denn wenn bei der Pkw-Maut ein Schiedsverfahren, das nur ansatzweise die Dimension des Toll-Collect-Verfahrens, das nur 10% des Toll-Collect-Verfahrens in der Dimension einnimmt, dann wird das Schiedsverfahren für die Pkw-Maut wird auch nochmal 560 Millionen Euro kosten. Ja. Also vorsichtige Schätzung unseres Hauses sagen, Andreas Scheuer hat wirklich sehenden Auges, wird er schön eine Milliarde verbrannt haben und sitzt immer noch da und lächelt der Andi. Ja, da sagen, auch der Andi, ja, der kann es halt. Ja, der ist halt, so absoffnig. Der kann es halt nicht, ja komm, aber ist doch irgendwie immer ganz lustig, wenn er da ist. Er hat doch immer nett gegrüßt. Und das ist so ein Schlüsselressort, ne? Wenn du der Minister für Modellbahnen wärst oder der Minister, keine Ahnung, für, ich weiß gar nicht. Lustige Tänze. Ja, für lustige Tänze. Dann, für rhythmische Sportgymnastik. Selbst da wäre es ja sehr, sehr, sehr ärgerlich, wenn der Minister für und so weiter, aber das ist in so einem Schlüsselressort. Also das ist der Schlüssel, also da, wo die Zukunft spielt. Naja, also jedenfalls, Andi Scheuer, Vollprofi. Wir wollten es nicht Schwachmat nennen, weil wir ja irgendwie freundlich sind. Wir wollen ja im Ansatz freundlich sein. Im Ansatz hart in der Sache freundlich. Ja, aber im Grunde genommen sind wir dann doch gar nicht so freundlich. Ne? Ja, richtig. So, wir müssen jetzt, glaube ich, aus verschiedenen Gründen zumachen. Das Jahr neigt sich dem Ende. Weil du einmal los musst und aber auch, weil hier gleich der Akku alle ist, weil wir seit sagenhaften 2 Stunden und 41 Minuten Podcasten. Ja, es war auch ein langes Jahr. Es war ein langes Jahr, wobei ich dieses Format, dass wir einfach mal so darüber reden, was so passiert ist, gar nicht so schlecht finde. Vielleicht sollten wir... Wir denken über wir müssen mal Format. So, liebe Leute, kommt gut durch Weihnachten, ja, kommt gut ins neue Jahr, versucht angesichts des Wahnsinns in der Welt, positiv zu bleiben, ja. Also ja. Es fällt zwar schwer, aber man muss auch irgendwie an das Gute glauben. Und freut euch über die Menschen und entwickelt nicht nur eine Freukultur.
Genau, freut euch über die Menschen, freut euch darüber, dass wir eigentlich, und das ist ja der große Witz unserer Zeit, es war ja noch nie so gut, ein Mensch zu sein wie jetzt, ne? Weil die Möglichkeiten ja doch sehr wahnsinnig sind und die Wissenschaft jeden Tag neue Entdeckungen macht, noch immer. Und vor dem Hintergrund wäre es ja schade, wenn wir das kollektiv komplett verkacken. Also wünsche ich mir zumindest für das nächste Jahr und das neue Jahrzehnt, mir ist schon klar, das neue Jahrzehnt beginnt eigentlich erst 2021, aber alle Klugscheißer, die mich darauf hinweisen wollen, können sich sehr gerne, können Folgendes machen, sie nehmen ihren Daumen, also sie nehmen ihre Hand, formen so eine Faust mit dem Daumen raus, legen den auf den Stuhl und setzen sich dann mit ihrem Bobbes auf diesen Daumen drauf und wissen sie ungefähr, wie sehr mich das interessiert. Nimmst du ja noch dieser Hinweis. Im Rahmen der Verabschiedung nimmst du ja noch mal richtig Fahrt auf. Ich nehme noch mal richtig Fahrt auf. Ich bin spritzig wie Ahoi-Brause. Ich muss sagen, dass auch die letzten Monate dieses Jahres bei mir noch mal zu einem Sinneswandel geführt haben. Ich glaube, ich bin jetzt endlich darüber hinweg, nicht mehr Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses zu sein und kann mich jetzt neuen Projekten widmen, wie zum Beispiel dieses Gesetze für Zukunft NGO-Ding, was ich in den letzten Wochen zielstrebig verfolgt habe, wo es dann im Januar eine Gründung geben wird und noch mehr Informationen. Und dieser Spruch, man muss sich nicht so anziehen oder man darf sich nicht so anziehen wie der Job, den man hat, sondern den Job, den man will, das gilt auch für den Kopf. Also wie man quasi so im Kopf drauf ist. Man darf nicht so drauf sein im Kopf wie der Job, den man gerade hat, sondern den Job, den man will. So, also das waren so meine Weihnachtswünsche und Grüße. Du willst auch los, lieber Ulrich, oder noch irgendwas Schönes sagen? Nein, ich schließe mich diesen guten Wünschen an. Habe ja schon gesagt, fühlt, dass die Menschen willkommen sind, nicht nur als Kulturtechnik. Und der Job, den man, das ist der Ratschlag für Bewerbungsgespräche oder was? Oder ist das ist so ein Spruch. Zieh dich nicht an wie der Job, den du hast, sondern den Job, den du haben willst. Ah, okay. Ja. Ja, in diesem Sinne, das Motto für 2020. Und es werden die 20er Jahre sein, da führt gar nichts dran vorbei. Was? Ja, klar. Die beginnen. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja, vielen lieben Dank. Ja, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Wir hören uns im nächsten Jahr und denk daran. Wir freuen Seasons uns auch Greetings. Immer. Seasons Greetings. Wir freuen uns immer über Unterstützung und Weihnachtsgeschenke und so. Also haut rein. Mach's gut. Tschüss.